Also gut, Zeit, mein Spiel zu beginnen. Wow, Verlierer! Komm hier nicht mit sowas! Papa ist so komisch. Er schreit immer in seinen Computer. Ja, das stimmt. Stirb! Ich möchte auf etwas herumkauen. Oh, wie wär's damit? Na los, schlag ihn! Worauf soll ich als nächstes kauen? Oh, Kittys Ohr. Ah, ich bin so nah dran, den zu besiegen. Muss nur so weitermachen. Was noch? Was mit meiner Hand? Autsch! Ja, nimm das. Ich habe gewonnen. Jetzt kann ich diesen Sieg noch weiter ausbauen. Ja, genau. Zeit, die VR-Brille aufzusetzen. Weißt du, was ich hab? Einen riesigen Kopfhörer. Ich werde ihn kauen. Om nom 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 nom. Oh mein Gott. Schau, gleich da drüben. Papas echte Kopfhörer. Ich wette, die sind zum Kauen am besten geeignet. Sie sehen gut aus. Ich nehme einfach die hier. Juhu! Ich habe die Kopfhörer. Und zwar die richtigen. Nicht diese riesigen. Wow, ich habe das Spiel gewonnen. Ich bin der Beste. Warte, wo sind meine Kopfhörer? Ich dachte, ich hätte sie genau hier gelassen. Moment mal. Mickey? Oh nein, er hat mich erwischt. Kau lieber schneller. Mickey, was habe ich dir darüber erzählt? Gib sie her. Sofort. Ich mein's ernst. Puh, ich kann nicht glauben, dass sie immer noch gerne auf Dingen herumkaut. Ah, ist das ein Zahn? Oh nein, Papa, was ist denn los? Ah, die Kopfhörer, ich habe sie gefangen. Papa? Du bist so anders. Hey, das ist mein Zahn. Ich brauche ihn zurück. So, mein Zahn ist wieder in meinem Mund, wo er hingehört. Es ist schwer, daran zu kauen. Ich muss etwas dagegen tun. Ich werde es mit meinem 3D-Stift verschönern. Ich mag diese grüne Farbe. Ich werde das Weiß übermalen. Juhu, kein Zahnloch mehr im Kopfhörer-Case. Wir müssen aber weitermachen. Es muss noch mehr grün werden. Oh, das sieht aus wie ein Pflanzenmonster. Warte, ich weiß. Ich muss jetzt noch ein paar Farben hinzufügen. Yes, sie sehen ziemlich verdächtig aus, finde ich. So süß, ich bin die Beste darin. Dieser hier ist mein absoluter Favorit. Papa, Papa, schau, was ich gemacht habe. Wach auf und schau. Mickey, Schatz, nein. Papa versucht zu schlafen. Hä? Was ist denn los? Sieh mal, was ich mit dem Kopfhörer-Case gemacht habe. Oh wow, das ist wirklich toll. Und sieh mal, er trägt die gleiche Farbe wie ich. Wir passen zusammen. Er ist der Beste. Und er hält auch die Kopfhörer. Oh Mickey, ich danke dir so sehr dafür. Ich werde ihn gleich an seinen Platz setzen. Jetzt kann er mir beim Spielen zusehen. Was denkst du? Ja, er wird dir zum Sieg verhelfen. Nun zurück zum Spiel. Stirb! Und ich habe noch zwei weitere. Jetzt kann ich mit ihnen spielen. Ich bin rot und ich bin gelb. Mal sehen. Mickey, komm her zu meinem Schreibtisch. Okay, kommst du bitte sofort hierher? Beeil dich. Ich möchte, dass du dieses Zeichen auf der weißen Tafel hier liest. Aber da ist kein Zeichen an der Tafel. Da gibt's nichts. Hä? Oh, verflixt. Das Zeichen fiel auf den Boden. Ich hebe es einfach auf und lege es mit diesem Magneten zurück auf die Tafel. Was? Es ist wieder gefallen. Dummer Magnet. Aber es ist auf jeden Fall Prüfungszeit. Bist du bereit für die Prüfung, Mickey? Eine Prüfung? Ja, wissen Sie... Warten Sie eine Sekunde. Ich weiß, was ich tun muss. Ich habe diese Muffinförmchen. Ich werde diesen Magneten nehmen und ihn so in den Boden stecken. Und jetzt werde ich das Ganze einfach mit Heißkleber füllen. Sieh dir das an. Sieht fast aus wie Karamell. Aber es schmeckt definitiv nicht danach. So geht's. Der Kleber ist bis ganz nach oben geflossen. Und jetzt werde ich noch ein paar süße und hübsche kleine Streusel hinzufügen. Der Kleber ist trocken und mein Projekt ist fertig. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe etwas für Sie gemacht. Mickey, du kennst die Regeln. In diesem Klassenzimmer sind keine Lebensmittel erlaubt. Das sind eigentlich gar keine Lebensmittel. Ich zeige es Ihnen. Tada! Sehen Sie? Es sind tatsächlich Magnete. Oh, ich verstehe. Das ist sehr schön. Gute Arbeit, Mickey. Ich bin beeindruckt. Und es ist tatsächlich an der Zeit, dir eine Note für deine Prüfung zu geben. Wer so interessante Magnete herstellt, verdient von mir eine 1+. Gute Arbeit. Bitte nimm jetzt deinen Platz. Lass mich nun einen von Ihnen näher betrachten. Vielleicht nur einen kleinen Bissen? Nur ein Scherz. Nun gut, ich habe mich gestreckt und gelenkig gemacht. Hä? Was ist denn das? Da taucht noch jemand auf, um zu trainieren. Ach so, sehr schön. Hallo du, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin hier, um zu trainieren. Ich auch. Schönen Tag noch. Ich muss meine Kopfhörer aufsetzen. Ich muss ihm zeigen, dass ich es ernst meine. Außerdem ist er auch ziemlich süß. Hey, seht mal, er ist mit der Kesselglocke fertig. Jetzt ist meine Chance, ihn mit meiner Fitness zu beeindrucken. So schwer. Hey, wo sind meine Kopfhörer? Sie sind herausgesprungen. Ich setze sie besser wieder rein. Schau, was er jetzt macht.
Diese Übung kann ich auf jeden Fall machen. Ich muss nur noch meine Sets fertigstellen. Autsch, was zum Teufel? Das macht richtig Spaß. Ich glaube, die gehören dir. Oh, ja. Liegestütze. 1, 2, 3. Jetzt macht er Liegestütze. Ich muss ihm zeigen, dass ich die auch machen kann. Autsch. Oh, ich bin über meine Kopfhörer gestolpert. Das wollte ich unbedingt tun. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Aua! Was zum Teufel? Schon wieder die Kopfhörer? Moment, wo sind meine Kopfhörer? Sie sind hier. Vielleicht bringst du sie und dich selbst irgendwo anders hin. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Sie sind mir einfach aus der Hand gerutscht. Es schert mich überhaupt nicht. Diese blöden Kopfhörer, sie bleiben einfach nicht an ihrem Platz. Ich bin so frustriert. Du verursachst mir nichts als Kummer und Probleme. Hörst du mich? Was zum Teufel ist los mit dir? Es sind die Kopfhörer, ich schwöre es. Komm, ich will dir etwas zeigen. Ich habe hier meine Kopfhörer und einen 3D-Stift. Ich werde einfach anfangen, sie so auszufüllen. Ich hoffe, du passt gut auf. Ich werde es dir nicht noch einmal zeigen. Und jetzt zeichne ich den Teil nach, der über den Kopf geht. Ich möchte das ganze Band nachzeichnen und dann auch an den Seiten nach unten. Das war's. Es ist vollbracht. Ich habe ein Modell meiner Kopfhörer gebaut. Okay, gib mir deine Kopfhörer. Okay. Toll, danke. Jetzt pass auf, was ich als nächstes tun werde. Ich kann die Kopfhörer einfach so hineinstecken und sie werden an ihrem Platz gehalten. Und da. Jetzt brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Oh mein Gott, die sind ja toll. Vielen Dank. Kein Problem. Jetzt gehe ich wieder an mein Training. Ach so, richtig, Training. Ja, ich schätze, das sollte ich auch. Was zum... Alles ist nass. Und ich auch. Mann, schau dir doch meine Haare und mein Make-up an. Oh, da draußen geht's aber wirklich ab. Gut, dass ich an meinen Regenschirm gedacht habe. Na, das ist nicht fair. Ach du meine Güte, was denn mit dir passiert? Ja, das Wetter hat alles ruiniert. Ja, dein Haar braucht ein bisschen Hilfe. Hey, warte mal. Oh, ich habe gerade eine tolle Idee. Schau, der Händetrockner da drüben. Halte deinen Kopf da drunter. Das klappt auf jeden Fall, vertrau mir. So ist es gut, lass dein Haar trocknen. Oh, unglaublich, meine Haare sind wieder trocken. Ja, das habe ich dir doch gesagt. Oh, jetzt fühle ich mich viel besser. Ah, Zeit für meine morgendliche Dusche. Aber meine Haare bleiben trocken. Und hier ist mein Duschschwamm. Ja, das wird schön schaumig. Okay, das sollte reichen. Schrubb, schrubb, schrubb für eine saubere Haut. Ich komme nicht an meinen Rücken ran. Komm schon, nur ein bisschen strecken. Ach, warte, vielleicht, wenn ich die Wand benutze? Nee, das ist ein totaler Reinfall. Was wenn ich... Heureka, komm her, Klebepistole. Ich mache einfach ein paar geschwungene Linien. Gut, und jetzt noch ein paar Punkte. Das ist ein ziemlich süßes Muster. Okay, das sollte reichen. Mal sehen, ob das klappt. Hey, nicht schlecht. Ich schrubbe meinen Rücken, ohne die Hände zu benutzen. Wie Leute Saft trinken können, der nicht frisch gepresst ist, ist mir ein Rätsel. Oh, mir ist so langweilig. Vielleicht sollte ich ausgehen. Aber dann brauche ich Schuhe. Na gut. Juhu! Ja, Ava? Ich brauche Schuhe. Das kann ja nicht so schwer sein. Ich habe dir das schillerndste Paar rausgesucht. Nein. Ah, okay. Feurig rot? Nee.
Sandalen? Was ist mit diesen Sneakern? Nein! Schuhe sind oft ein heikles Accessoire. Wenigstens gefällt mir meine obere Hälfte. Okay, Ava. Das ist das letzte Paar, das du hast. Ach komm, es regnet nicht mal. Bitte entlass mich nicht. Verschwinde einfach. Mir muss doch was einfallen. Kann ich nicht selbst Schuhe machen? Oh Junge, ich verliere den Verstand. Würde sie die anziehen? Mehr habe ich nicht. Es sei denn, das ist ein schöner Übertopf. Ich hab's. Nutze einen 3D-Stift, um die Lücken zu füllen. Mach weiter, bis du die gewünschte Form erreicht hast. Eine Schuhsohle ist schon fertig. Nimm einen Pappbecher wie diesen und schneide ihn in zwei Hälften. Benutze ihn als Schablone, um solche Gitterstäbe zu machen. Mach weiter. Und wenn du damit fertig bist, zieh das Stück Pappe raus. Nimm ein Band, um die Stäbe zusammenzubinden. Mach eine schicke kleine Schleife. Niedlich! Dir werden die gefallen. Oh, Ava! Ich habe für dich die perfekten Schuhe gefunden. Gefallen sie dir? Im Ernst? Todernst. Wirklich? Oh Gott, bitte mag sie. Ich darf meinen Job deswegen nicht verlieren. Bist du sicher? Mein Leben hängt von diesem Moment ab. Entspann dich, Alter. Ich zieh sie an. Puh. Die sind sogar ziemlich süß. Hoffentlich haben sie meine Größe. Nice. Außerdem sind sie einmalig. Ich zeig sie gleich auf Insta. Und das Chaos? Muss ich mich hier um alles kümmern? Es ist eiskalt. Ich bin auf der Couch eingeschlafen. Wow. Hallo, Verfilzung. Das ist ja mein Kamm. Und ein ganzer Haufen anderer Müll. Igitt, das Zeug ist voller Spinnweben. Besser als nichts, denke ich. Das Ding funktioniert nicht mehr wie früher. Warum sind diese Knoten so hartnäckig? Autsch! Dieser Filz ist ja riesig. Ah, das ist doch lächerlich. Geh raus! Komm schon! Das war mal auf meinem Kopf. Wer hat dieses wackelige Ding das geschafft? Ach, na egal. Meine Krallen müssen jetzt dran. Oder auch nicht. Gibt's hier noch was anderes? Was ist mit dem Holzspatel? Natürlich. Benutze den 3D-Stift, um die Borsten zu machen. Das kann eine Weile dauern. Aber das Ergebnis ist es auf jeden Fall wert. Du kannst die Borsten so lang oder kurz machen, wie du willst. Mach weiter, bis du den ganzen Spatel bedeckt hast. Zeit zum Trimmen. Halb so lang sollte funktionieren. So, du hast dir eine Bürste gebastelt. Verfilzungen haben keine Chance mehr. Mein Haar wird so seidig glatt sein. Und ich habe keinen Cent ausgegeben. Wie toll sehen meine Haare jetzt aus. Kreativ sein ist toll. Und anstrengend. Mann, ich hoffe, ich bin bereit für diesen Test. Was ist denn da drüben los? Dumme Knallköpfe. Wir werden sowas von abfeiern. Eine Party? Die beste Party? Fantastisch! Beste Party aller Zeiten! Und ich habe genau das richtige Outfit. Es ist Partyzeit. Aber meine Nägel... So kann ich da nicht hin. Aber die Maniküre ist zu teuer. Wie lange kann ich sie verstecken? Mein 3D-Stift! Möchtest du schöne Nägel? Leg zuerst Pergamentpapier drauf. Sobald du das Nagelbett definiert hast, zeichne den Umriss nach. Nimm das Papier ab. Und zeichne den Nagel zu Ende. Dann fülle ihn mit deinem Stift aus
Rot ist immer schön. Sieht schon ziemlich gut aus. Benutze eine Stange wie diese, um ihn so zu formen, dass er auf deinen Nagel passt. Dann zieh ihn vom Papier ab und er sollte die perfekte Passform haben. Tada! Sie sind wunderschön! Der Stift ist echt praktisch. Wer braucht schon eine teure Maniküre, wenn man es selbst machen kann? Hey, deine Nägel sind traumhaft! Vielen Dank! Das ist ein Selbstvertrauensschub! Hallo, Ava. Du strahlst ja heute. Sind die echt? Nein! Ist das David? Nein! Meine Haare! Das sollte flirten wirken. Ach, blöde, lange Haare. So ist besser. Er nimmt mich nicht mal wahr. Ava bekommt seine ganze Aufmerksamkeit. Echt jetzt? Dann muss es so gehen. Alles ist gut. Hä? Mein ganzes Zeug ist hier rausgefallen. Dieser Tag wird ja immer besser. Hi, David. Wow. Schau dir Annies Ohrringe an. Hey. Was? Wie bitte? Wo willst du hin? Du magst sie wirklich? Sie sind auch einzigartig. Schreib mir einfach auf Insta. Annie denkt wohl, sie ist schlau. Aber ihre Ohrringe sind schon ziemlich cool. Mir gefällt dein Ohrschmuck. Ich helfe dir, so einen zu machen. Zeichne ein Blatt mit einem 3D-Stift nach. Fülle auch das Innere. Sieht aus wie ein echtes Blatt, oder? Sobald es trocken ist, befestige es an einer Kette. Und dann noch ein zweites Blatt. Du kannst sie beliebig kombinieren. Schön! Annie, danke! Immerhin sehen sie teuer aus. Party time! Hi, du! Wie ich sehe, hast du deine Fliege? Darauf kannst du wetten! Viel Spaß! Die Musik ist der Hammer! Keine Fliege? Hä? Nur einen Kragen? Keine Fliege, keine Party. Echt jetzt? Warte kurz. Ich werde was basteln. Was machst du da unten? Nur ein bisschen 3D-Stiftmagie. Du willst eine Fliege? Du bekommst eine Fliege. Ich muss die nur ausmalen. Sieht schon gut aus. Hier noch ein bisschen. Und fertig. Hier, sag Hallo zu meiner Fliege, Baby. Oh yeah, gefällt mir. Bin gleich wieder da, okay? Tanzt weiter. Ach, meine Füße schmerzen. Warum habe ich die angezogen? Puh, was für eine Erleichterung. Ekelhaft. Hier liegt überall Müll rum. Ich laufe hier nicht barfuß. Sonst stecke ich mich mit irgendwas an. Nein, auf keinen Fall. Ich muss lächeln und es ertragen. Oh Mann, oh, fast geschafft. Au, wow. Oh, das gibt blaue Flecken. Hey, sind das Schuhe? Aber schmutzige. Naja, aber ich kann die ja sauber machen. Warte mal. Diese Wirbel bringen mich auf eine Idee. Makeover. Schmutzige Schuhe verdienen eine zweite Chance. Nichts, was ein 3D-Stift nicht hinkriegt. Man muss nur kreativ werden. Noch ein paar Farben. Das sieht gut aus. Aber ich habe noch ein paar Lücken zu füllen. Hier geht's ums Muster. Jetzt kommt helles Grün. Das passt perfekt. Auch wenn es eine Weile dauert. Zeit, die Richtung zu ändern. Damit hast du nicht gerechnet, was? Und jetzt zum letzten Schliff. Sag Hallo zu meinen neuen individuellen Schuhen. Inspiriert vom einzigartigen Van Gogh. Eine Sache gibt's noch zu tun. In die Schuhe schlüpfen. Wow, die passen perfekt. Ich bin echt happy. Und jetzt zurück auf die Tanzfläche.
Was geht, Leute? Mein Haar ist fast perfekt. So wird's gehen. Schön bequem. Oder auch nicht. Ich finde nicht die richtige Position. Warum? Ist wirklich schon morgen? Wer ist das? Ich sehe abscheulich aus. Wie konnte das passieren? Zurück zum Anfang. Du weißt, was zu tun ist. Komm schon. Bitte, komm schon. Oh nein, das ist nicht gut. Mein einziger Kamm. Oh, Schatz. Wow, dein Frühstück. Papi, meine Haare. Hä? Ein Problem nach dem anderen. Okay, los geht's. Das schreit nach meinem 3D-Stift. Und natürlich deine Lieblingsfarbe, rosa. Weißt du schon, was ich mache? Keine Bange, das ist nur der Umriss. Jetzt fülle ich den aus. Das ist ein bisschen mühsam. Aber warte, bis du das Endprodukt siehst. Hier noch ein bisschen. Perfekt. Jetzt zum mittleren Abschnitt. Die Linien sind jetzt schräg. Unten geht's weiter. Viele Linien. Ist irgendwie hypnotisierend, oder? Noch ein bisschen mehr. Jetzt zum wichtigsten Teil. Die Zinken natürlich. Ist ja schließlich ein Kamm. Aber der ist niedlicher als die anderen. Tada! Fertig! Wow, der ist so schön! Schluss mit dem Gewirr! Tut kein bisschen weh. Wow, so seidig weich. Meinen alten Kamm vermisse ich gar nicht. Wow, guck dir diese Locken an. Danke. Oh ja, das wird richtige Kunst. Darf meinen Namen nicht vergessen. Hey, Papi. Hä? Was hast du denn jetzt gemalt? Das sind du und ich, Papi. Nicht ganz. Halt mal. Ich zeige dir einen kleinen Trick. Okay. Das ist dein Name. Madison. Das weiß ich schon, Papa. Oh, warte. Ich hab's kapiert. Lass mich mal. So? Ganz genau. Dann ein A? Aha, mach weiter. Ja, genau so. Ja? Fast geschafft. Ja, nur noch ein Buchstabe. Das war's. So knapp. Oh. Ist das falsch? Ich kann das nicht. Gib nicht auf. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Wir brauchen den Boden dieses Glases. Jetzt gehe ich mit dem 3D-Stift am Rand entlang. Einmal komplett rum. Da kommen Perlen mit Buchstaben drauf. Weißt du schon, was ich buchstabiere? Genau, es ist Madison. Durch die Extraschicht wird alles fixiert. Jetzt zum besten Teil. Das kommt um dein Handgelenk. Cool. Jetzt vergesse ich nicht mehr, wie ich meinen Namen schreibe. Cool. Versuch's nochmal. Ich glaub an dich, Süße. Ja, du hast es geschafft. Mein kleiner leuchtender Stern. Machen wir diese Haarspange ein bisschen interessanter. Ich benutze diesen 3D-Stift, um eine Spirale auf dem Clip zu erstellen. Dann füge ich etwas Höhe hinzu. Das sieht toll aus. Ich denke, das sollte reichen. Jetzt klemme ich es in mein Haar. Wie findest du's, Wendy? Ich liebe es. Sieht toll aus. Bereit? Warte. Darf ich drücken? Bitte. Bitte. Bitte, bitte. Okay, mach halt. Dann los. Sollte hier nicht was passieren? Ja, das ist seltsam. Ich versuch's nochmal. Komm schon. Vielleicht ist der kaputt? Oh, sollen wir einfach nach Hause gehen? Oh, Kopfhörer, danke. Ich liebe dieses Lied. Komm schon, du blöder Knopf. Sinnlos. Moment mal, wo hast du die her? Hey, Jasmin. Juhu.
Mann, wie unhöflich. Vielleicht hilft das. Jasmin! La 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 la! Ihr Ernst? Ich hab's. Das funktioniert auf jeden Fall. Das wird laut. Komisch. Was stimmt da nicht? Wow! La 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 la. Was ist passiert? Das benutze ich nicht nochmal. Ich habe noch eine Idee. Ich leihe das nur kurz aus, wirklich. Hey, ich brauche deine Hilfe. Oh, vergiss es. Also, lustige Geschichte. Her damit. Ich hoffe, das war alles. Tut mir leid. Oh yeah, woohoo. Jasmin, komm schon. Was soll ich nur tun? Oh, ich hab's. Das hätte mir schon früher einfallen können. Zuerst male ich einen Kreis. Aber ich lasse ein kleines Loch im Inneren. Und nun fülle ich ihn aus. Ich bleibe einfach innerhalb der Linien. Fast fertig. So, das sollte reichen. Und nun male ich vertikale Linien. Es darf nichts frei bleiben. Das ist echt entspannend. Ich spüre förmlich, wie sich der Stress löst. Okay, nun zum nächsten Teil. Ich male Linien über die Form. Das erzeugt einen Rahmen. Und das gleiche auf der anderen Seite. Und dann fülle ich es aus. Das lege ich erstmal beiseite. Nun zum nächsten Teil. Ich male ganz viele Linien eng nebeneinander. Ich will ein langes Stück Plastik erzeugen. Noch ein kleines bisschen. Das ist perfekt. Ich biege es etwas, solange es noch weich ist. Dann wird der Kreis angebracht. Meine Kopfhörer passen in die Aussparung. Jetzt habe ich meine ganz eigenen Kopfhörer. Was für ein Lied. Jasmin, schau. Wow, die sind echt cool, Wendy. Ich weiß, und ein echtes Unikat. Lass uns tanzen. Moment mal, nein. Lass uns drum spielen. Vorsicht, ich bin ein echter Profi. Du bist gut. Das ist echt intensiv. Gib auf. Wendy ist abgelenkt. Du hast geschummelt. Wow, schau nur. Was passiert hier? Wo sind wir? Und was ist hier los? Schau mich nicht so an. Echt heiß hier. Ich weiß. Moment mal. Was ist das? Ein Skorpion? Wie hässlich. Jasmin, was machst du denn? Wo ist es hin? Ich bin total verwirrt. Geht's dir gut? Ich will einfach nur Wasser. Ach, egal. Es ist so warm. Vielleicht kann ich Schweiß aufsammeln. Echt jetzt? Hey, ist doch auch Wasser. Meine Manieren. Willst du auch was? Danke. Ich hab so Durst. Was ist das? Das ist komisch. Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Ich dachte, das gibt's nur in Filmen. Wow! Schon besser. Schau mal, eine saftige Wassermelone. Genau, was ich brauche. Sie riecht so gut. Komm schon. Was für eine Enttäuschung. Vielleicht hilft das hier. Was machen wir damit? Warte, ich habe eine Idee. Zuerst male ich eine Mondform. Dann fülle ich es mit vertikalen Linien. Dazwischen lasse ich etwas Platz. Nun male ich ein helleres Grün unter die Mondform. Und arbeite mich langsam nach unten. Okay, das reicht. Nun kommt Rot dazu. Ich folge dem gleichen Muster. Aber werde immer enger. Es wird wie eine Wassermelone aussehen. Siehst du? Nun die Details. Das ist der einfache Teil. Ich male einfach schwarze Kreise. Überall auf dem roten Bereich. Okay, unten am Dreieck muss ich ein Loch machen. Ich mache noch mehr Wassermelonscheiben und staple sie übereinander. Dann fädle ich ein Plastikband durch die Löcher und befestige es. Sie ergeben einen Fächer. Perfekt für diese Hitze.
Wow, das wird uns etwas abkühlen. Was für eine kühle Brise. Oh mein Gott, Jasmin? Tut mir so leid. Reingelegt, das habe ich hinter einem Felsen gefunden. Warum tust du mir das an? Nicht lustig. Wenigstens habe ich einen Fächer. Bereit? Komm schon! Oh, das war knapp! Ja, gewonnen! Ich darf drücken! Was für ein süßes Outfit! Und hübsche Blümchen! Die riechen echt gut! Das ist toll! Hallo, Wendy! Oh mein Gott, schau dir den Ring an! Jasmin, hab dich gar nicht gesehen! Was machst du da? Oh, so romantisch. Machst du Witze? Das reicht, der gehört mir. Nein, mir. Her damit. Niemals. Wisst ihr, vergesst es einfach. Hör auf. Du hast ihn kaputt gemacht. Wo ist der Diamant? Warum hast du das getan? Heul nicht. Das hätte der glücklichste Tag meines Lebens sein sollen. Bitte hör auf zu weinen. Ich wusste es. Hör bitte auf. Ich bekomme nie schöne Sachen. So unfair. Ich mache meinen eigenen Schmuck. Hä? Warte mal. Vielleicht kann ich helfen. Zuerst gebe ich etwas Kleber auf den Ring. Und lasse ihn kurz antrocknen. Dann tauche ich ihn in das Glitzer. So bekommt er etwas Glanz. Wow! Wendy, der ist für dich. Ein Ring? Für mich? Natürlich! Du machst mich so glücklich. Er ist so schön. Das ist für dich. Wow, danke! Wie findest du's? Ich liebe es. Wirklich lieb von dir. Wir sehen toll aus. Gute Arbeit. Puppets machen so Spaß. Und weißt du, dass man mit denen auch Schmuck machen kann? Nutze einen 3D-Stift, um eine Blase zu füllen. Genau so. Und dann platziere den Ohrstecker drauf. Mit dem 3D-Stift bedeckst du gleich den Stecker. Dann warte, bis alles trocken ist. Hol ihn aus dem Puppet und bewundere deinen neuen Ohrring. Oder noch besser, trage sie. Sieht ziemlich gut aus, hä? Wo ist sie? Gut, dass ich Blumen gekauft habe. Die riechen echt gut. Oh, sind die für mich? Nein. Gib die her. Okay. Ich freue mich, dich zu sehen. Schon lange her, dass wir uns getroffen haben. Sicher. Oh, da ist Chris. Hey, was macht Luna da? Könntest du bitte wieder gehen? Da kommt Gabi. Verschwinde, Luna. Ich mein's ernst. Hau ab. Hey, Chris. Du schuldest mir eine Erklärung. Oh, hi, Gabi. Was macht die hier? Ist nicht, wonach es aussieht. Die sind für dich. Die sind schön. Schätze, ich mach die Fliege. Dieses Game ist echt cool. Perfekt, um die Zeit totzuschlagen. Ich könnte das ewig spielen. Hey, Chris. Wo kommst du denn her? Ich dachte, wir könnten ein bisschen abhängen. Du magst auch Videospiele, ja? Ich auch. Kennst du das Spiel mit dem Klempner-Typen? Vielleicht können wir mal zusammen spielen. Zum Beispiel jetzt. Soll das ein Scherz sein? Oh, das kannst du vergessen. Was sagst du dazu? Ich glaube nicht. Ich quetsch mich dazwischen. Was soll denn das? Was machst du hier? Ich wollte das nicht. Sie flirtet andauernd mit mir. Sag's ihr, Luna. Ich hau lieber ab. Wirklich, ich bin total unschuldig. Ich bin nicht glücklich, Chris. Aber ich hab doch nichts gemacht. Okay, aber das muss aufhören. Und ich weiß auch wie. Ist nicht gerade das schmeichelhafteste Foto, aber genau, was ich brauche. Und ich habe auch noch was zu tun. Zuerst lege ich eine Kette oben aufs Foto. Dann brauche ich meine Klebepistole. Ich bedecke mein Gesicht und die Kette mit Kleber. Und dann schneide ich das aus. Ist das wirklich nötig? Lass mich mal sehen.
Wow, wie findest du das? Ist toll. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Na gut, wenn es Gabi glücklich macht, ist es das wert. Wird Zeit, was zu essen. Du willst einen Snack, was? Hier steht schon einer für dich. Oh, du bist das. Was ist das denn? Ist das Gabi? Ich bin weg. Hihi, das hat perfekt funktioniert. Ich wusste es. Jetzt weiß sie Bescheid. Wow, bekomme ich das? Bitte, bitte, bitte. Wow, ist das wirklich für mich? Wow, wirklich? Ein Armband? Für mich? Wow, ich kann's nicht glauben. Ich mach's gleich um. Ich liebe es. Das ist perfekt. Ich werde das nie wieder ablegen. Ich bin so glücklich. Ich werde dich für immer behalten. Wo ich auch hingehe, du bist immer dabei. Das Spiel ist ziemlich gut, oder? Komm schon, die Challenge beginnt. Du musst da hingehen, um weiterzukommen. Was für ein Tag. Ich bin echt müde. Wir hatten so viel Spaß zusammen. So, jetzt hast du es schön gemütlich. Süße Träume. Die Flakes sind lecker. Wie schmecken sie dir? Du musst alles aufessen. Magst du nicht? Ist okay. Ich besorg dir was anderes. Komm, wir plündern den Kühlschrank. Gucken wir mal. Es muss was geben, das du magst. Hey, da fehlt doch was. Eigentlich ist da ein Gummi über der Tür. So kannst du den Kühlschrank nicht einfach aufmachen. Das ungesunde Essen ist nichts für dich, okay? Okay, Mama. Du wirst mir später dankbar sein. Ich frag mich, wo der hin ist. Warte mal, das heißt, wir können essen, was wir wollen. Das wird ja fantastisch. Gucken wir mal, was wir hier haben. Obst und Gemüse. Igitt. Es muss doch noch was anderes geben. Das sieht eklig aus. Wo ist denn das gute Zeug? Aha, da ist es. Schokoaufstrich, den liebe ich. Ich will den. Ich komme nicht ran. Warte, ich weiß. Daran hätte ich auch gleich denken können. Aha, du gehörst mir. Die Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was zum... Mein Armband. Warum? Nein. Warum musste das passieren? Das ist so ungerecht. Schatz, was ist los? Mama, eine Katastrophe. Mein Armband ist kaputt gegangen. Es liegt auf dem Boden verstreut. Oh, ich verstehe. Lass mich die Perlen aufheben. Ich weiß nicht, ob ich das reparieren kann. Das Leben ist so grausam. Ach. Warte, hast du das Schokoaufstrich? Gib den her. Ich habe eine Idee. Das könnte klappen. Ich stelle das Glas auf den Tisch. Dann trage ich unten eine dünne Linie Kleber auf. Genau so. Das müsste reichen. Jetzt brauche ich die Perlen. Ich klebe sie einfach auf die Klebelinie. Zwischen die großen Perlen kommen die kleinen. Jetzt brauche ich wieder die Klebepistole, um die Perlen zu bedecken. So bleiben sie an ihrem Platz. Ich mache das einmal rund ums Glas. Jetzt kann ich das abnehmen. Gabi, guck mal, was ich hier habe. Ein neues Armband? Wow, mach's mir um. Das sieht fantastisch aus. Wow, guck dir das an. Sogar mit meinem Namen. Danke, Mama. Ich würde alles für dich tun. Nee, nee. Netter Versuch, Kühlschrank. Mehr Glück beim nächsten Mal. Okay. Das ist seltsam. Vielleicht mache ich mir auch so ein Armband. Das solltest du, dann werden wir wie Zwillinge. Genau, so einen Wassertank brauche ich. Mit dem habe ich was Besonderes vor. Aber zuerst brauche ich meinen 3D-Stift. Ich fange mit dem Zeichnen am Flaschenhals an. Ich will eine durchgehende Linie. Wenn ich einmal rum bin, mache ich eine Linie nach unten. Und noch mehr davon. Ich achte auf einen gleichmäßigen Abstand. Genau so. Ich hoffe, ich habe genug Plastik. Danach ziehe ich horizontale Linien. Mit ihnen verbinde ich die vertikalen Linien. Gefällt dir dein neues Zuhause? Ich denke ja. Oh yeah, schalala. Oh, hi Wendy. Ba-ba-ba-da. Oh, sorry, hi. Was hast du denn da? Oh, das sind meine neuen AirPods. Ich liebe sie. Ohne sie kann ich nicht mehr leben. Kann ich mal sehen?
Naja, okay, aber sei vorsichtig. Die finde ich gut. Vielleicht besorge ich mir auch welche. Gina, nein! Schon gut, ich hol sie. Ich wusste, dass das passieren wird. Tada! Was? Was ist los? Der Riss war schon drin, oder? Tut mir schrecklich leid. Das war ein Unfall. Warum? Warum muss das passieren? Nicht weinen, bitte. Warte, ich krieg das wieder hin. Gleich sieht die Schachtel besser aus als vorher. Zuerst brauche ich Plastikkleber. Ich trage eine dünne Linie auf. So müsste es gehen. Jetzt brauche ich eine Pinzette. Ich benutze sie, um die Edelsteine auf die Schachtel zu kleben. Ich will mir nicht die Hände klebrig machen. Ich nehme verschiedene Farben im Wechsel. Und ich lasse mir Zeit. Das soll perfekt werden. Wendy soll nicht noch wütender werden, als sie schon ist. Dann mache ich noch mehr Edelsteinlinien. Aber die müssen schön ordentlich werden. Das wird so bunt. Das mache ich bis zum Boden der Schachtel. Dann geht's an den Seiten weiter. Ich will sie komplett bedecken. Das war der letzte Stein. Wow, guck sie dir an. Bin gespannt, was Wendy dazu sagt. Guck mal, was ich gemacht habe. Deine neue AirPod-Schachtel. Hoffe, sie gefällt dir. Wie cool. Die hast du für mich gemacht. Danke, Gina. Hey, hier, lass uns Musik hören. Ja, gerne. Was hören wir gerade? Oh, ich liebe diesen Song. Bereit? Kämpft! Hau ab, Loser! Gut gemacht, Bunny! Was? Dein Bein? Das ist abgefallen! Meh, was soll's? Ich habe noch mehr Spielzeug zum Spielen. Was nehme ich jetzt? Das sieht gut aus. Mal gucken, was in dem drin ist. Wow, so viel Füllung! Ist wie eine flauschige Wolke. Gina, ich habe hier ein paar Kekse für dich. Gina, was hast du gemacht? Der arme Dinosaurier! Nein! Das macht so viel Spaß! Oh, hey Mama! Was soll das denn? Du hast dein ganzes Spielzeug kaputt gemacht! Was habe ich nur getan? Ich bin ein Monster! Hör auf zu weinen! Nicht aufregen! Nimm das hier! Ich bin gleich zurück! Ich werde auch das in Ordnung bringen! Ich habe verschiedene Seiten dieser Figur aufgezeichnet. Jetzt kommt mein 3D-Stift zum Einsatz. Ich zeichne einfach die Linie nach. Das ist einfach und macht Spaß. Okay, das war die Vorderansicht. Jetzt kommt die Seitenansicht. Und ich folge wieder nur dem Umriss. Jetzt kommt der nächste Schritt. Ich baue die Teile zusammen. Ich habe aus ihnen einen Rahmen gemacht. Und mit meinem 3D-Stift male ich den aus. Ich mache kleine Stränge über den Rahmen. Ist genau wie beim Zeichnen. Die Linien müssen aber dicht beieinander sein. Ich mache das rundherum. Das macht mir richtig Spaß. Sogar mehr als Stricken. Das muss nicht perfekt sein. Noch nicht. Aber ich will so viel wie möglich abdecken. Dann wird's später einfacher. Das ist noch nicht das fertige Spielzeug. Noch ein bisschen mehr. Und die erste Seite ist fertig. Jetzt mache ich daneben weiter. Ich mache genau das gleiche wie eben. Ich muss nur horizontale Linien ziehen. Ich werde schon schneller. Ich bin gut dabei. Dieser Teil ist fertig. Ich gehe jetzt über die Kanten und baue eine weitere Schicht auf, aber mit vertikalen Linien. So decke ich eventuelle Lücken ab. Ich darf die Ohren nicht vergessen. Sieht schon gut aus und nimmt langsam Form an. Jetzt brauche ich Sandpapier. Ich reibe damit über das Plastik. Wow, guck dir das an. Ist besser geworden, als ich dachte. Jetzt kommen die Details. Ich male die Augen schwarz aus. Ich habe kleine Kugeln für sie gemacht. Jetzt zum anderen. Dann wechsle ich die Farbe und male die Wangen auf. Wäre schön, wenn man sich so schminken könnte. Dieser Farbton würde mir auch gut stehen. Jetzt kommt der schwarze Edding. Mit dem male ich die Ohrenspitzen an. Aber nur die Spitzen. Eine Sache fehlt noch. Der Schwanz. Ich mache ihn hinten fest. Und fertig. Sieht toll aus. Gina, ich habe etwas für dich. Wirklich? Ja. Das ist für dich. Wow. Cool, Mama. Der gefällt mir. Guck, ich kann dran ziehen und der bleibt trotzdem ganz. Ich kann sogar reinbeißen. Puh. Viel Spaß, mein Schatz. Spiel schön weiter. Ich gehe Fernsehen gucken. Gute Nacht, Gina. Was war das für ein Geräusch? Ist da jemand? War wahrscheinlich nur meine Einbildung. Ich versuche wieder einzuschlafen. Was war das?
Ich mag das nicht! Geh weg! Zeig dich! Mama! Was ist los, Schatz? Ich glaube, hier ist ein Monster im Zimmer. Schon gut, hier ist keins. Doch, ich hab's gehört. Das war so schrecklich. Du bist hier absolut sicher. Oh, ich weiß. Ich mach diese Lichter an. Danke, Mama. Oh, meine Augen. Ich kann nicht schlafen. Geh nicht, Mama. Was hast du? Die sind so grell. Tut mir leid, Schatz. Warte. Ich denke, ich kann das ändern. Dafür brauche ich diesen Klebestift und die Klebepistole. Gib mir nur einen Moment. Ich benutze diese Eiswürfel-Herzform. Und drücke Kleber in die Herzen. Ich fülle sie bis oben auf. Und ich mache die ganze Form voll. Dann lasse ich den Kleber aushärten. Jetzt kann ich sie rausholen. Dank der Silikonform geht das ganz einfach. Das fühlt sich gut an. Ist irgendwie entspannend. Die Form brauche ich nicht mehr. Jetzt muss ich die Klebepistole aufheizen. Ich drücke die Düse ins Herz. So entsteht ein Loch. Ich mache das mit allen Herzen. Die Löcher sollen ungefähr gleich groß sein. Das war das Letzte. Jetzt stecke ich die Herzen auf die Lichterkette. Das passt perfekt. Es dauert nicht mehr lange. Das wird toll aussehen. Daran hätte ich auch früher denken können. Gina wird's gefallen. Das sieht so süß aus. Das war's. Jetzt mache ich sie an. Wow, das ist fantastisch geworden. Das ist das schönste Nachtlicht. Danke, Mama. Die sehen so hübsch aus. Das finde ich auch. Wir sehen uns morgen früh. Ah, so ist's gut. Perfekt. Ich kann die Party kaum erwarten. Ich denke, alles ist fertig. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke, Mama. Schau mal hier, der ist für dich. Oh, ein riesiger Kopf. So einen habe ich mir schon immer gewünscht. Ich wusste, er wird dir gefallen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich mache nur Spaß. Das ist dein Geschenk. Puh, ich habe schon Angst gehabt. Wow, danke, Mama. Das ist super. Aber geh sorgsam damit um. Du kannst dich auf mich verlassen. Und jetzt ab in die Schule. Oh, du hast einen Fleck. Dann behalte ich dich eben. Wow, Mamas Geschenk ist so cool. Das beste Geschenk. Ich wollte schon so lange ein neues Handy. Oh, ich bin schon in der Schule. Hi, Matthew. Guck mal, was ich habe. Oh, oh. Das ist nicht gut. Guck dir das an. Meine Mutter wird sauer werden. Was mache ich denn jetzt? Das ist eine Katastrophe. Das darf nicht passieren. Gina, was ist los? Mein Handy darf nicht runterfallen. Das wird kaputt gehen. Schon gut. Ich habe dir auch eine Handyhülle besorgt. Ist nicht ganz mein Stil? Warte, ich habe eine Idee. Das werde ich brauchen. Was hast du vor? Ich verpasse der Hülle ein stylisches Aussehen. Ich spritze das Dichtungsmittel in den Becher. Das müsste reichen. Jetzt brauche ich Acrylfarbe. Ich mache ein paar Tropfen rein. Jetzt rühre ich das um. Es muss gut vermischt sein. Das dauert nicht lange. Die Farbe gefällt mir. Sieht gut aus. Jetzt zum nächsten Schritt. Dafür brauche ich einen Spritzbeutel. In den mache ich die Mischung rein. Ich fühle mich wie eine Konditorin. Aber das würde ich nicht essen. Den Becher brauche ich nicht mehr. Mit dem Eisstäbchen schiebe ich die Mischung zum Boden der Tüte. Gleich ist es soweit. Ich mache hier oben nur noch einen Knoten rein, damit nichts ausläuft. Ich will ja keine Sauerei veranstalten. Jetzt schneide ich die Spitze der Tüte ab. Aber nicht zu viel. Das reicht schon. Und jetzt wird gespritzt. Hier habe ich die Hülle. Die Tüte muss nicht doll gedrückt werden. Ich mache ein Wirbelmuster. Das mache ich über die ganze Hülle. Die Wirbel sollen eng beieinander liegen. Und wenn ich sie nach oben ziehe, bekomme ich Spitzen. Sieht auch besser aus, finde ich. Vielleicht fange ich doch mit dem Backen an. Man kann auch andersfarbige Dichtungsmasse nehmen, aber ich mag diesen Lavendelton. Der wirkt irgendwie entspannend. Das ist die letzte Reihe. Da kommt ein süßer Koala drauf. Ich drücke ihn rein, damit er festklebt. Der Teddy kommt in die Ecke. Ich nehme dafür eine Pinzette. Ich will jetzt nichts vermasseln. Ich brauche noch ein paar mehr. Ich finde die total niedlich. Jetzt
Jetzt fülle ich die Lücken mit Sternen auf. Sie ist fertig. Ich muss aber noch warten, bis alles trocken ist. Was sagst du dazu, Mama? Ziemlich cool, stimmt's? Wow, du bist eine echte Künstlerin. Das musst du von mir haben. Oh, danke, schätze ich. Okay, und wann essen wir Kuchen? Ich frische schnell meinen Lippenstift auf. Wo ist der? Das ist schon besser. Ah, nach dem habe ich gesucht. Danke, Annie. Was machst du da? Nein, nicht. Ich liebe diesen Farbton. Das ist meiner. Merk dir das. Wow, da ist aber jemand empfindlich. Nein, das machst du nicht. Hör auf, Ava. Ich mein's ernst. Langsam wird's nervig. Hör auf damit. Guck dir das an. So schön. Zwei können dieses Spiel spielen. Wie gefällt dir das? Ach ja, schlag das. Der steht mir besser als dir. Du siehst aus wie ein Clown. Ein hässlicher Clown. Stopp. Ich hab genug davon. Ha, jetzt ist es meiner. Netter Versuch, Annie. Oh oh. Das war doch nicht mein Lippenstift. Oh, wie peinlich. Ich muss mich bei Annie entschuldigen. Warte, ich habe eine Idee. Dafür brauche ich meinen 3D-Stift. Ich gehe mit dem um den Lippenstift. Immer weiter drumherum. Ich baue Schichten auf. Genau so. Ich mache das bis zum Ende der Röhre. Und dann fange ich an, den Boden auszufüllen. Ich will alles vollständig abdecken. Perfekt. Mit dem 3D-Stift habe ich ein A gemacht. Der kommt auf die Röhre. Das war's, ich bin fertig. Oh, da kommt Annie. Annie, das ist für dich. Hä? Was ist das? Ist das mein Lippenstift? Wow, das ist ja cool. Danke, Ava. Tut mir leid. Guck, was ich gefunden habe. Was? Du hast auch so einen? Ich bin so gelangweilt. Ich hasse die Schule. Wie geht's? Wow, das ist Matthew. Vielleicht hasse ich die Schule hier doch noch nicht. Ich trage besser etwas Lippenstift auf. Hey, Mickey. Hallo, Matthew. Wow, wie läuft's denn? Du siehst gut aus. Hä? Moment mal. Warum redet er mit Ellie? Was hast du gerade gesagt? Gar nichts. Das tut mir leid. Was ist los mit ihr? Matthew schenkt mir nie so viel Aufmerksamkeit. Es muss einen Weg geben, das zu ändern. Oh, ich denke, ich habe eine Idee. Ich brauche nur dieses Klebeband und meinen Konturenstift. Jetzt an die Arbeit. Wir sollten mal was zusammen unternehmen. Zuerst nehme ich meine Brille ab. Dann brauche ich einen Langstreifenklebeband. Ich klebe es an meinen Mund. Dann nehme ich einen Konturenstift. Ich trage es auf die Klebeseite des Klebebands auf. Ich stelle sicher, dass ich es abdecke. Genau so. Ich werde das gleiche auf der anderen Seite tun. Jetzt klebe ich das Band meiner Wange entlang. Drücke sie sanft an, damit sie auf meiner Haut haften bleibt. Das sollte reichen. Als nächstes ziehe ich sie vorsichtig ab. Auf solche Weise entsteht eine Konturlinie. Für den nächsten Teil brauche ich einen Make-up-Schwamm. Ich tupfe ihn über das Make-up. So wird es verblendet. Jetzt muss ich meine Haare richten. Ich glaube, ich bin bereit. Showtime! Hi, Matthew! Was glaubst du, was du da tust? Hm, was soll das? Ich nehme die. Also, ich wollte einen neuen Look ausprobieren. Es klappt. Ich mag es. Sehr sogar. Halt! Halt! Oh, ein Monster! Was ist? Matthew, komm zurück! Was habe ich falsch gemacht? Das verstehe ich nicht. Oh, das ist eine gute Ausdehnung. Aua, das tat weh. Warum ist das so schmerzhaft? Vielleicht soll ich ja nicht flexibel sein. Ich sollte mich wohl besser aufwärmen. Könntest du leiser sein? Hey, Ellie! Was ist mit deinen Haaren los? Oh, sitzt dein Härchen nicht richtig? Danke, dass du mir das sagst. Sieht es besser aus? Du musst es zurückziehen. Der Dutt sollte festsitzen. Genau so. Hab verstanden. Das ist gar nicht so schwierig. Autsch, das tut weh. Wie sehe ich aus? Ach, warum mache ich mir die Mühe? Du willst doch nicht, dass der Lehrer dich so sieht. Das wäre schlimm. Sie hasst ein unordentliches Dutt. Sieh dir das Wirrwarr an. Nein, nimm die Schere weg von mir. Ich werde alles abschneiden. Nein!
Das kann ich auf keinen Fall zulassen. Du musst mir helfen. Okay, pass auf. Du brauchst keine Bürste, nur deine Hände und ein wenig Spucke. Soll das ein Scherz sein? Okay, versuchen wir es noch einmal. Einfach über die Haare streichen. Das scheint ziemlich einfach zu sein. Klappt es? Oh. Okay, versuchen wir mal was anderes. Benutze dieses Haarspray. Endlich eine Lösung, die nicht ekelhaft ist. Weniger ist manchmal mehr. Halt! Weg mit dem Haarspray! Hör einfach auf! Nein? Habe ich was falsch gemacht? Ich werde nicht aufgeben. Nimm das hier. Das ist ja so süß. Ich fühle mich so glamourös. Du siehst lächerlich aus. Du brauchst nicht gemein zu sein. Warte, jemand ruft mich an. Oh, es ist David. Hi, Schatz. Es ist so schön, dich zu hören. Hä? Woher kommen diese Herzen? Gib das her. Das ist wirklich seltsam. Hm, Moment mal. Werde sie trennen. Hm, die sind texturiert. Ich glaube, ich kann das benutzen. Er ist einfach der Beste. Ich weiß, wie man dein Haar in Ordnung bringt, Niki. Oh, mir gefällt deine Idee. Los geht's. Ich streiche dir mit dem Herz durch die Haare und benutze sie, um dein Haar zu ordnen. Die sind fast wie Haarspangen. Ich glaube, das war's dann. Wow, ich fühle mich so gut. Danke, Ellie. Ich liebe meinen neuen Look. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Los, tanzt. Und ich kann mein Aufwärmen beenden. Oh, das ist schwierig. Warum brauchen die so lange? Offensichtlich nehmen sie es nicht ernst. Hallo, da bin ich. Und ich bin bereit zum Tanzen. Ich liebe deine Frisur. Oh, das ist nur ein einfacher Dutt. Jetzt geht's los. Ich kann das absolut schaffen. Ich hoffe, es gefällt ihnen. Hm, weiter. Und ich werde deine Frisur nachmachen. Ich fühle mich so lebendig. Ich kann die Party kaum erwarten. Ich sehe toll aus. Hey, Mickey, wie sehe ich aus? Schau, was du gemacht hast. Du hast mein Make-up ruiniert. Ganz ruhig. Alles halb so wild. Ist schon gut. Mh, das Sandwich schmeckt toll. Das sieht besser aus. Zeit für die andere Seite. Hm, da fehlt nur noch ein bisschen Pfeffer. Das wird viel leckerer. Hm, ach was. Sieht schlecht aus. Nur noch ein bisschen mehr. Hatschu! Kannst du damit aufhören? Okay, tief durchatmen. Immer mit der Ruhe. Kann es immer noch richten. Mm, das ist echt lecker. Ich gehe es noch mal ein wenig über. Das könnte ich den ganzen Tag essen. Ich sehe furchtbar aus. Ich wische es ab. Was zum? Mm, das war köstlich. Sieht es schlecht aus? Sei ehrlich. Erschreckend. Was soll das sein? Igitt, das ist ja eklig. Du brauchst Zahnseide. Hier, nimm die. Was? Was machst du da? Halt still. Hast du es? Das ist ja ziemlich ekelhaft. Moment. Das bringt mich auf eine Idee. Was machst du denn da? Das könnte all meine Make-up-Probleme lösen. Ich wische den Eyeliner ab. Dann halte ich den Griff der Zahnseide an mein Gesicht. Ich zeichne drumherum. Es erzielt den perfekten Wink-Look. Wow, das sieht unglaublich aus. Ich mache das andere Auge. Dies macht es so viel einfacher. Wow, ich wünschte, ich hätte vorher dran gedacht. Wie sehe ich aus? Perfekt. Komm schon, lass uns gehen. Lasst uns feiern, ich will die Henne sehen. Schau dir diese Moves an. Wow, Mickey, du siehst toll aus. Ich liebe deine Augen. Das ist unglaublich. Du musst mir zeigen, wie das geht. Ich meine, Welche Bastelidee hat dir am besten gefallen? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden. Und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses. Fülle eine Spritze mit Glitzer und Epoxidharz auf. Gebe die Füllung in eine Schmetterlingsform. Lass das Epoxidharz trocknen. Dann entfernst du die Form. Befestige eine Kette mit Haken an den Flügeln. Das sind wundervolle Ohrringe. Wow, die sehen echt gut aus. Ohrringe müssen nicht immer teuer sein. Wow, cool. Hättest du auch gerne so tolle Locken wie ich? Wow, halt mal kurz. Es ist sogar weicher, als es aussieht. Will dann auch jemand meine Haare anfassen? Na los, werdet lockig. Habe ich schon Locken? Ich hasse meine Haare.
Leo, Schatz, was ist denn los? Nur meine dummen Haare. Oh, ich weiß genau, was du brauchst, Schatz. Schau zu und lerne. Mach Heißkleber auf einen Strohhalm und wickel ihn so rum. Siehst du? Es ist ein durchgehendes Stück. Wenn es trocken ist, zieh es ab. Du wolltest doch locken, oder? Das fühlt sich toll an. Danke. Oh, mein hübscher Junge. Blasen. Überall sind Blasen. Fantastisch. Als ob ich in einem Unterwasser-Wunderland bin. Noch mehr. Wuhu. Das ganze Zimmer soll voll werden. Wow, das sind ganz schön viele Blasen. Guck sie dir an. Cool. Ich muss noch mehr machen. Das Zimmer wird in 0,nix Vollblasen sein. Ja! Nein! Mein Blasenmacher! Ich glaube, der ist kaputt. Weißt du, was das bedeutet? Kein Spaß mehr für mich! Hm? Wer weint denn da? Bei euch alles in Ordnung, Mädels? Oh! Lasst euch nicht stören! Leo! Hier drüben! Warum so traurig, mein Schatz? Ich kann nie wieder Blasen machen! Nie wieder! Oh, ich denke, ich kann das reparieren. Willst du deinen Freund umarmen? Nein! Okay, wie wär's dann damit? Hier! Oh! Nein! Nichts hilft! Ich brauche etwas Lustiges! Oh, mein Klebestift! Junge, du wirst dich gleich freuen. Ich beginne mit einer Blume. Nur noch ein paar Schleifen. So, das sieht gut aus. Jetzt noch den Holzspieß befestigen. Oh, wie süß. Hier, Leo. Was ist das? Ich denke, du brauchst auch das. Warte. Ist es das, was ich denke? Ich muss pusten. Guck dir diese Monsterblase an. Das ist fantastisch, Mama. Wuhu! Oh, mein neues Blasenspielzeug. Das hätte ich kommen sehen müssen. Zeit für Runde 2. Ist hier vielleicht noch was Gutes drin? Bisher nichts Besonderes. Doch nicht. Hey, ich bin gerade auf Gold gestoßen. Was für eine Schönheit. Mit dem Teil mache ich gleich eine Probefahrt. Ich rolle. Okay, wie stoppe ich das Teil? Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Ich bin ein Skateboard-Profi. Warte. War das? Wieso ist das Rad abgeflogen? Was? Hey! Ich hab's. Vielleicht auch nicht. Warte mal. Danke, Mama. Ich hab jetzt was zu erledigen. Ich nehme dieses Rad als Vorlage. Einfach drehen und drehen und immer weiter. Mann, das könnte eine Weile dauern. Vielleicht kann ich's auch schneller drehen. Ja, das ist schon besser. Und als lustiges Extra mache ich noch grün drauf. Ist ja auch meine Lieblingsfarbe. Ja, das sieht super aus. Und wenn das alles ausgefüllt ist, kann ich es an die Achse stecken. Ja, das passt perfekt. Wow, habe ich gerade das Rad erfunden? Naja, du weißt schon, was ich meine. Eine Sache noch. Und los geht's. Ja, das Teil fährt voll schnell. Puh, was um Himmels Willen. Leo, nein. Ja, ich liebe es, Seifenblasen zu machen. Wie? Nein, das ist kaputt. Das klappt nicht. Ich will nur alle Seifenblasen pusten und alles schön machen. Die Fee zu ihren Diensten. Ich kann keine Seifenblasen machen. Aha, das ist ein Problem, ganz klar. Ich werde etwas gegen dieses Problem unternehmen müssen. Ich habe meinen Zauberstab vergessen. Ich habe einen 3D-Stift, der noch besser ist. Okay, ich habe mein Muster hier. Jetzt kommt mein 3D-Stift. Ich beginne mit dieser grünen Farbe für den Griff des Zauberstabs. Das war's. Und jetzt kann ich mit dem Gelb für den Stern weitermachen. Nächster Punkt. Es ist rot für die Kreise. Jetzt wird es wieder einfacher.
Und fertig. Mein Zauberstab ist sofort einsatzbereit. Also gut, erst ein neuer Seifenblasenstab, den ich nur für dich gemacht habe. Das ist wunderschön. Sieh dir diese Blasen an. Diese Blasen sind so hübsch. Okay, ich bin dann mal weg, denke ich. Mach's gut. Also gut, seid ihr beide bereit zu heiraten? Mehr als bereit. Ich auch. Gut, also. Bitte nehmt euch an den Händen und haltet sie fest. Ja, einfach so. Sehr schön. Oh, aber wo sind die Ringe? Richtig, der Ring. Weißt du, dass ich ihn hier irgendwo in meiner Tasche habe? Er ist in dieser Tasche hier. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen, Alex. Die Ringschachtel ist leider völlig leer. Hä? Der Ring? Wo ist er? Kein Ring bei unserer Hochzeit? Ich dachte, du liebst mich. Ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Ich weiß genau, wo er ist. Ich werde ihn holen. Das ist ein Albtraum. Was ist mit dem Ring passiert? Ich muss etwas finden und zwar schnell. Das wird auf keinen Fall funktionieren. Nein, vielleicht ist hier noch etwas anderes drin. Hey, das ist meine Heißklebepistole. Das sollte klappen. Okay, ich habe eine Ringrohlinge, aber es fehlt ein Edelstein. Heißkleber ist die Rettung. Ich muss nur noch eine kleine goldene Kugel hier am Ende anbringen. Und jetzt Glitzer. Dieses Lila wird gut passen. Ich weiß, dass das ihre Lieblingsfarbe ist. Es ist so hell und glänzend. Also gut, ab in die Ringschachtel mit dir. Ich habe eine Hochzeit zu beenden. Oh, ich bin so froh, dass ich meine Klebepistole dabei hatte. Das war ganz schön knapp. Puh. Ich bin wieder da. Ich bin zurück für unsere Hochzeit. Ich habe es geschafft. Ich bin da. Okay, hier ist der fehlende Ring, wie versprochen. Mickey, willst du mich bitte mit diesem Ring heiraten? Ja, natürlich. Oh Gott, es ist lila, meine Lieblingsfarbe. Ich liebe Hochzeiten und das ist ein wirklich schöner Ring. Oh Mickey, ich bin so froh, dass dir der Ring gefällt. Und jetzt, Mickey, wir brauchen den Ring für Alex. Der Ring für Alex? Richtig, ich weiß, dass ich ihn hier irgendwo hab. Wir sind wirklich füreinander geschaffen. Ja, ich brauche nur einen Moment. Und schon ist sie weg. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Willst du Schere, Stein, Papier spielen? Lass los, Emily! Nein, er gehört mir! Ich habe ihn zuerst gesehen! Stopp! Es gibt nur einen Ausweg! Oh, so ist das also! Los geht's! Ich nehme den Kreis! Die Mitte! Du hast in der Mitte angefangen? Du wirst verlieren! Du bist in meine Falle getappt! Ich wusste, dass du das machst! Das wird zu einfach! Es ist noch nicht vorbei! Und was willst du jetzt machen? Schau zu und lerne. Ah, das hätte ich kommen sehen müssen. Warte, ich weiß. Aber das darfst du nicht. Ach ja, habe ich aber. Und schau dir das an. Gewonnen. Nein, das kann nicht sein. Na gut, hier hast du den Teddy. Uhu. Oh, was sind das nur für Augen? In denen könnte ich mich verlieren. Gibt es jemanden, der perfekter ist als du? Du hast genau das, was ein Mann braucht. Wir würden so ein tolles Paar abgeben. Warte, vielleicht gibt's hier einen Weg. Mein Zauberbuch könnte helfen. Was kann schon schlimmstenfalls passieren? Aber zuerst brauche ich ein Amulett. Ich mache aber erstmal Platz. Ich brauche eine Schüssel mit Epoxidharz. Und da mache ich Glitzer rein, damit es schön funkelt. Jetzt alles verrühren. Alles muss gut gemischt sein. Genau so. Als nächstes gieße ich die Mischung in die Form. Ich habe die Herzform gewählt. Wow, schau dir diese Farbe an. Ich mache die Form bis oben hin voll. Und dann warten wir, bis es fest ist. Ich nehme die Form ab und mache noch eine Kette dran. Wow, das sieht fantastisch aus. Genau, was ich brauche. Aber ich bin noch nicht fertig. Jetzt kommt der Zauberspruch. Diese Halskette wird Matthew dazu bringen, mich zu lieben. Mach ihm klar, dass ich sein Schicksal bin. Lass es ein Leuchtfeuer sein, das ihn anzieht. Es hat geklappt, ich kann's kaum glauben. Oh ja, dann mal los. Ahem. Emily? Wow. Er hat mich bemerkt. Ich sollte rübergehen und mit dir reden. Hey Emily, du siehst heute toll aus. Wow, mir gefällt deine Halskette. Sie hat was Hypnotisches an sich. Hä, geht's dir gut? Ich denke, ich gehe lieber mal. Warte, du gehst nirgendwo hin. Was machst du? Lass mich los. Okay, das habe ich nicht erwartet. Mach auf, Emily. Nein, lieber nicht. Das war eine blöde Idee. Hier, du kannst es haben. Ich will die nicht mehr. Hä, wo kommt die denn her? Die ist voll schräg. Warte, die Halskette, ich muss sie haben.
Bleib weg von mir! Ah, oh, Mr. Einhorn, du bist so weich. Ich könnte dich den ganzen Tag knuddeln. Wart mal, ist das mein Zahn? Wie ist das denn passiert? Aber das heißt, die Zahnfee kommt. Mama, komm mal! Ist alles in Ordnung, Süßer? Guck mal, mein Zahn ist ausgefallen. Mein kleiner Junge wird erwachsen. Ich weiß schon, was ich von der Zahnfee will. Ich will diese AirPods. Dann leg ihn lieber gleich unter dein Kopfkissen. Gute Idee, Mama. Da ist er sicher. Und jetzt warten wir. Das ist so aufregend. Aber du solltest schlafen gehen. Sie wird bald da sein. Oh, stimmt. Mr. Einhorn darf nicht fehlen. Gute Nacht, Mami. Süße Träume. Wir sehen uns morgen früh. Wird Zeit für mich, in Aktion zu treten. Schau ihn dir an. Er ist so liebenswert. Ich schnapp mir schnell den Zahn. Hoffentlich wecke ich Matthew nicht. Hab ihn. Und jetzt tausche ich ihn gegen diese AirPods. Das scheint mir ein guter Deal zu sein. Ich hoffe, sie gefallen ihm. Moment mal, ich sollte sie persönlicher machen. Und dafür brauche ich meinen 3D-Stift. Ich beginne mit senkrechten Linien um das Gehäuse herum. Ich mache sie schön eng. Es soll ja keine Lücke bleiben. Danach mache ich mit dem Deckel weiter. Ich beginne mit kleinen Strichen an einer Seite und arbeite mich einmal rundherum. Das sollte reichen. Ich habe ein Einhorn auf ein Stück Pappe gemalt. Und mit dem 3D-Stift male ich es aus. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Der erste Teil ist geschafft. Als nächstes kommt das Ohr und dann zum anderen. Ich wechsle auch die Farbe für die anderen Bereiche. Ich will alles schön bunt machen. Die Bereiche verbinden sich dann. Das sieht toll aus. Aber ich darf das Horn nicht vergessen. Das ist perfekt geworden. Jetzt kommt der letzte Schliff. Ich bin ziemlich zufrieden damit. Ich platziere es jetzt auf der Schachtel. Der Deckel sieht aus wie der Mund eines Einhorns. Matthew wird das gefallen. Ich denke, die AirPods können jetzt unter das Kopfkissen. Das wird eine tolle Überraschung. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen. Ich bin so glücklich. Ob die Zahnfee schon da war? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wow, wie cool ist das denn? Das ist ja fantastisch. Wuhu! Mami! Was ist, mein Liebling? War die Zahnfee da? Das hat sie für mich dagelassen. Wow, die Zahnfee hat echt Talent. Ich kann es kaum erwarten, die auszuprobieren. Du nimmst den hier, Mami. Ziemlich cool, was? Das ist es. Schalalalala. Die Handyhülle ist mehr oder weniger okay, aber man kann sie hübscher machen. Dafür brauche ich nur meine Klebepistole. Mit dem Kleber male ich ein Herz drauf, dann fülle ich es aus und bevor der Kleber hart wird, streue ich Glitzer drauf. Ich mache das mit verschiedenfarbigen Glitzer direkt auf der Hülle. Jetzt sagt sie dir, ich liebe dich. Ist doch perfekt. Hallo, hey, wie geht's? Wow, Gabi, was für eine Handyhülle. Hey, wo hast du die her? Die ist fantastisch. Hä? Oh, du meinst die? War ganz einfach, habe ich mit der hier gemacht. Was? Willst du mich veräppeln? Wow, du bist echt talentiert. Kannst du mir auch so eine machen? Schon morgen habe ich gut geschlafen. Ich mache mich auch gleich fertig. Die Zähne müssen schön sauber werden. Ich liebe Flakes. Schon so spät? Ich will nicht zu spät zur Schule kommen. Ich muss noch meinen Rucksack packen. Ich brauche das. Oh, und das. Ich brauche ganz schön viele Sachen für die Schule. Ich darf nichts vergessen. Hoffentlich passt alles rein. Meine Klebepistole muss definitiv mit. Irgendwas fehlt noch. Aha. Hab dich. Ich nehme lieber noch mehr Spielzeug mit. Schule ist manchmal langweilig. Die nehme ich auch mit. Ich glaube, ich habe jetzt alles, oder? Ich habe alles eingepackt. Ich sehe sonst nichts Brauchbares. Okay, ich bin bereit. Wird Zeit zu gehen. Der ist schwer. Komm schon. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich schaff das. Kein Zurück mehr. Nein! Mein Rucksack! Seit wann habe ich denn ein Loch im Rucksack? Kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Was mache ich denn jetzt? Oh, hey, ein Karton. Der könnte nützlich werden. Hier kann ich meine Sachen reinpacken. Der hat die perfekte Größe. Dann packe ich da alles um. Wer braucht schon einen Rucksack? Okay, versuchen wir es nochmal. Manu, immer noch so schwer. Ich krieg den kaum hoch.
Echt jetzt? Schon wieder? Warum passiert das immer wieder? Ach. Langsam wird's nervig. Was nehme ich denn jetzt? Meine Klebepistole. Die wird meinen Tag retten. Ich mache zuerst eine dünne Linie Kleber auf die Kiste. Das mache ich vorsichtig, denn sie soll gerade werden. Und es dürfen keine Lücken bleiben. Ich mache Quadrate. Das mache ich auf der ganzen Seite. Hat irgendwie was Entspannendes an sich. Ich habe die Fläche mit Quadraten bedeckt. Jetzt kommen die Linien an die Seite. Ich verlängere quasi die Linien von der Oberseite. Ich muss nur schön langsam machen. Jetzt kommen noch zwei Griffe ran. Dann muss nur noch die Kiste da raus. Und schon habe ich eine neue Tasche. Die ist perfekt für meine ganzen Sachen. Und die habe ich meiner Klebepistole zu verdanken. Diese Kekse riechen echt wunderbar. Da ist sie ja. Oh mein Gott, sie ist so wunderschön. Ich liebe ihren Haarschwung in Slow Motion. Mit ihrer Brille hat sie bestimmt eine gute Sehstärke. Damit sieht sie bestimmt alles in HD. Ah, hi, willst du einen meiner Kekse haben? Sehr gerne, danke. Sehr lecker. Hier, du sollst deine Kekse auch probieren. Oh ja, das wäre wirklich wunderbar. Wo ist dieses Klassenzimmer? So, dann will ich mal loslegen. Puh, ich schaff das. Ich pack das, alles wird gut. Ah, oh nein! Oh, das hat wehgetan. Worauf bin ich gelandet? Auf einem Keksausstecher. Oh, wow, sie ist so schön. Das bringt mich auf eine geniale Idee. Mit diesen zwei Formen mache ich eine Herzform. Erledigt. Nun muss die Mitte aufgefüllt werden. Ich benutze die Spritze, damit es ordentlich wird. Mit dem UV-Licht trocknet es schneller. Es fehlt aber noch Glitzer. Die Herzchen, Sterne und Blumen sind so wunderschön. Nun kommt die zweite Form obendrauf. Perfekt. Ah, dieser Schlüsselanhänger ist für dich. Oh wow, der ist für mich? Der gefällt mir sehr. Die schmecken echt gut. Hey, sieh dir diese Trophäe an. Ich habe gewonnen. Ist das zu fassen? Ist das nicht großartig? Na, bist du beeindruckt? Ich bin beeindruckt. Da passen Gummibärchen hinein. Was? Nein, dafür ist er nicht gedacht. Sieh her, so habe ich die Trophäe gewonnen. Die ist für den besten Taucher. Also für mich. Ich bin der Beste. Oh wow, schon kapiert. Glückwunsch. Und eigentlich wollte ich dir das hier geben. Wow, ein schöner Schlüsselanhänger. Ist der selbst gemacht? Ja, das war nicht so schwierig. Ich habe in eine kleine Tüte Muscheln hineingelegt. Und dann habe ich blaues Epoxidharz reingetan. Das habe ich in die Tüte mit den Muscheln gegossen. Sieht aus wie Meerwasser. Okay, das sollte reichen. Jetzt muss es noch trocknen. Soweit, so gut. Als nächstes habe ich die Tüte entfernt. Zum Schluss kam noch der Schlüsselring hinzu. Den habe ich hier befestigt. Und voilà, schon war er fertig. An deiner Trophäe macht er sich echt gut. Oh wow, nun sieht die Trophäe noch besser aus. Nicht wahr? Freut mich, dass es dir gefällt. Vielen Dank, mein Schatz. Ich liebe Malen über alles. Oh hey, was machst du da drüben? Nein, nicht hersehen. Das ist noch nicht fertig. Was? Ach komm, lass mal sehen. Das ist bestimmt gut. Na gut. Wow, das ist echt toll. Ist dir wirklich gelungen? Oh, du hast eine ganz schöne Sauerei hinterlassen. Ich weiß. Aber hey, das haben wir gleich. Warte hier, ich muss etwas erledigen. Zuerst spitze ich diesen Stift. Schon besser. So eine lustige Spirale. Nun befestige ich einen Ring daran. Sieht aus wie eine Blume. Das sieht besser aus als erwartet. Tada! Der Ring ist für dich. Wirklich? Der sieht toll aus. Unglaublich, dass du das nur mit Stiften gemacht hast. Vergiss nicht, unseren Kanal zu liken und zu abonnieren, um weitere hilfreiche Videos zu sehen. Das sieht putzig aus. Was sollte das? Hey, mach ein Foto von mir. Oh, okay. Yeah, lass mich für dich posen. Okay, sieht soweit gut aus. Ich bin ein Naturtalent vor der Kamera. Ups. Nein. Das war knapp. Hey, meine Kette hat mich auf eine Idee gebracht. Schützt eure Handys mit diesem praktischen Trick. Ihr braucht ein langes Stück Faden.
und eine dekorative Perle. Diese Perle fädelst du auf und fügst eine andere Perle hinzu. Wechsel die Farben ab und fülle den Faden auf. Ist dies erledigt, mach einen Knoten und bewundere dein neues Armband. Schneide den überschüssigen Faden nicht ab. Wir müssen noch einen kleinen Knoten machen, der eine Schlaufe in den Faden macht. Lege das Armband kurz weg. Nun brauchst du deine Handyhülle. Ziehe den Faden des Armbands durch die Öffnung an der Handyhülle und ziehe das Armband anschließend durch die Schlaufe. Fest zuziehen. Stecke dein Handy in die Handyhülle. Süß, modern und praktisch. Echt clever, hä? Huh? Ich trage das Armband am Handgelenk und mein Handy kann nicht runterfallen. Wow, kannst du jetzt ein Foto von mir machen? Klar, oh ja, genau so bleiben. Das ist ein tolles Foto. Das ist so schön. Kaum zu glauben, dass es schon 2 Wochen her ist. Wir haben so viele Erinnerungen geschaffen. Da kommen mir die Tränen. Oh, hi, David. Ich brauche eine Erfrischung. Draußen ist es so heiß. Ich habe etwas für dich. Was ist das? So eine Art Jahrestagsgeschenk? Ich wollte dir nur eine kleine Freude machen. Oh, danke. Halt mal kurz, okay? Okay. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, es gefällt dir. Das ist toll. Sowas wollte ich schon immer haben. Also, hast du nicht etwas vergessen? Hä? Was denn? Ich kapier's nicht. Ich habe dir ein Geschenk gegeben, also... Ach so, schon verstanden. Aber ich habe leider kein Geschenk für Betty. Natürlich habe ich auch etwas für dich. Schließ deine Augen. Ich liebe Überraschungen. Was mache ich denn jetzt? Oh, ich hab's. Brauchst du schnell ein Geschenk? Verlass dich auf uns. Zieh die Öffnungslasche einer Limo-Dose ab. Male 3 davon rosa an. Etwas Farbe könnte daneben gehen. Die anderen 3 malst du grün an. Bedecke sie komplett in Farbe und lass keine Stelle aus. Lass die Farbe trocknen. Dreh sie um und bemale nun die Rückseite. Lege sie in einer Reihe auf und befestige sie mit Metallringen aneinander. Befestige Ohrringhaken an ihnen und du hast ein außergewöhnliches Schmuckstück. Okay, du kannst jetzt die Augen aufmachen. Sind die für mich? Hoffentlich gefallen sie dir. Die stehen dir echt gut. Oh, ich liebe sie. Vielen Dank. Hey, lass mal sehen. Ist das? Wow, was für ein Zufall. Du bist so süß. Nur noch fertig schminken, dann kann's losgehen. So, der Look sieht toll aus. Obwohl, irgendwie fehlt etwas an meinem Hals. Vielleicht ein Halstuch. Ah, nee, das gefällt mir nicht. Sieht aus wie der Umhang von einem Superhelden. Und wie ist das? Ach nee, das geht nicht. Weg damit. Oh, ich habe eine Idee. Ich räume den Einkauf mal ein. Oh, das ist genau, was ich brauche. Annie, was machst du denn da? Darf ich die haben, bitte? Die wird mir gut stehen. Zumindest dachte ich, dass sie das tun würde. Gibt es denn nichts, was ich tragen kann? Oh, wie wäre es damit? Wie sieht das aus? Lächerlich. Was habe ich mir dabei gedacht? Was mache ich denn jetzt? Das ist so unfair. Leider bin ich ein Stressesser. Oh, die schmecken gut. Was ist los, Liebling? Ich will nur eine schöne Kette haben. Moment mal. Ich habe da eine Idee. Das hätte mir früher einfallen können. Das wird funktionieren. Danke, Mom. Entferne den Deckel von einem Essensbehälter aus Plastik. Schreibe deinen Namen auf ein Blatt Papier und lege den Deckel drauf. Fahre deinen Namen auf dem Plastik nach. Das Blatt Papier brauchen wir nicht mehr. Schneide mit einer Schere den Namen aus. Sei vorsichtig, damit du dich nicht schneidest. Lege es auf Backpapier und stelle es in den Ofen. Die Hitze macht, dass das Plastik schrumpft. Warte, bis es abgekühlt ist. Zeit für etwas Kreativität. Male über das Plastik. Warte, bis die Farbe trocken ist. Befestige eine Kette daran. Meine eigene, personalisierte Kette. Wow, die sieht toll aus. Ed,
endlich ist der Look fertig. Ich habe eine Belohnung verdient. Hä? Wie ist das denn passiert? Ich muss immer zu diese Kette anschauen. Sie ist einfach wow. Ich bin so glücklich. Sie ist so hübsch. Wow. Aua. Das tat weh. Oh nein. Meine Kette. Sie ist kaputt. Guck dir das an. Oh, vielleicht kann ich sie da reparieren. Hallo? Ist hier jemand? Der Schweißpunkt ist qualitativ gut. Hey. Huhu. Hier drüben. Hä? Was willst du? Hi Annie, komm rein. Ja, bist du sicher? Wie geht's? Meine Halskette ist kaputt. Ja, die ist kaputt. Aber ich kriege das hin. Mal sehen, was wir hier haben. Die ist nicht mehr zu retten und gehört in den Müll. Aber ich mochte die. Sch, mochtest du nicht. Ich mach dir was Besseres. Guck dir das an. Geht's dir auch gut? Ich glaube nicht, dass das mein Stil ist. Ich bin noch nicht fertig. Nein, das mag ich nicht. Ist mir ein bisschen zu wild. Wow, du bist echt pingelig beim Schmuck. Ich habe keine Ideen mehr. Aber wir müssen doch irgendwas tun können. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Und wir brauchen nur dieses Poppet. Ich befülle die Vertiefungen mit dem Kunststoff. Ich mache das die ganze Reihe lang. Dann lege ich die Halskette drüber und bedecke sie mit Plastik. Die Kette muss komplett bedeckt sein. Wenn dann alles hart ist, hole ich sie aus dem Poppet. Leg sie gleich an. Wie sieht's aus? Ich muss das sehen. Wow, die sehen aus wie Blumen. Unglaublich, wie du das geschafft hast. Ava, das ist wunderbar. Danke. Hey, das ist mein Job. What? Hm? Yes. Wow. Hey. Oops. Ich habe den Geburtstag meiner Mom vergessen. Was schenke ich ihr bloß? Ohne Geld gar nichts. Habe ich hier nicht noch irgendwo Kohle? Bingo! Zeit für Shopping! Freut sie sich über ein Handy? Oder ein Auto? Hm, wie wär's mit Blumen? Danke, dann komm bald wieder. Wie viele Rosen kriege ich dafür? Ach, alle Blumen wurden verkauft. Oh Mann! Naja, dann nehme ich eben die Blütenblätter. Hey, ich habe eine Idee. Wirf keine Blütenblätter weg. Hülle sie in klaren Nagellack. Lass es unter UV-Licht trocknen. Das reicht. Jetzt steckst du einen Ohrhänger hindurch. Echt cool, oder? Mom! Oh, hi, Betty. Ich habe etwas für dich, Mom. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Wie wunderschön und außergewöhnlich. Danke. Ich hab dich lieb. Zeit für ein neues Business. Schmuck, solange der Vorrat reicht. Heute Abend traue ich mich. Wow. Rieche ich gut? Ich sollte etwas Deo benutzen. Das reicht. Sie sollte jeden Augenblick kommen. Trau dich. Das wird eine Überraschung. Da kommt sie. Hey. Hi. Baby, mein Tag war so anstrengend. Probier doch mal den Nachtisch. Arbeit war richtig nervig. Hat sie ihn etwa verschluckt? Was? Hast du den Ring nicht gesehen? Der war in deinem Nachtisch. Das ist nicht gut. No.
deine Kette. Was? Ach, nichts. Warte mal. Du brauchst ein kleines Glätteeisen. Wickel Backpapier darum und klemme Perlen hinein. Fest zudrücken. Wow, cool. Ziehe das geschmolzene Stück ab. Dann wickle es um einen Stift. Warte, bis es trocken ist. Betty? Was? Oh. Erweist du mir die Ehre und wirst zu meiner Frau? Oh. Oh. Was ist? Hi. Oh, ich sehe schon. Hier die Bezahlung. Mal sehen, was die Kugel spricht. Okay. Und, was siehst du? Die Karten. Oh, cool. Schon gut. Okay. Die Kristallkugel spricht die Wahrheit. Zeige mir, ob das wahre Liebe ist. Gehört das dazu? Oh, die Kugel hat gesprochen. Ich sollte gehen. Warte. Ich empfange etwas. Ja, das ist es. Du brauchst Epoxidharz und rote Lebensmittelfarbe. Vermische beides miteinander. Voll schön, oder? Gieße die Masse in eine Herzform. Sobald es trocken ist, nimmst du das Herz. Wir sind aber noch nicht fertig. Die Kette ist fertig. Was sagst du? Echt schön, vielen Dank. Oh. Er liebt mich? Danke. Viel Spaß. Tschüss. Lass uns gehen. Ein weiterer Arbeitstag. Warte! Küss mich! Du bist die Liebe meines Lebens! Manchmal braucht man einfach einen neuen Look. Aber geh nicht gleich auf Shoppingtour, sondern schnapp dir einfach eine Klebepistole. So werden selbst langweilige Schuhe zu etwas Besonderem. Verschiedenfarbiger Glitzerkleber sorgt für einen funkelnden Effekt. Und das Endergebnis ist wirklich magisch. Perfekt für faule Strandtage. Sie wird garantiert für Aufsehen sorgen. Meine Kopfhörer. Die habe ich schon gesucht. Zuerst höre ich... Ah! Schau sich das einer an. Wie ekelhaft. Igitt. Oh, genau, was ich brauche. Danke. Oh, ich muss mich gleich übergeben. Okay, das sieht schon richtig gut aus. Aber ich muss noch meine Haare kämmen. Hä? Igitt. Was ist bitte mit meiner Bürste passiert? Alles voll mit schwarzen Haaren. Liam! Das ist echt lecker. Schau dir meine Bürste an. Lass meine Sachen in Ruhe. Was? Kein Plan, wovon du redest. Willst du mich verarschen? Auch da steht mein Name drauf. Bla bla bla. Das ist ekelhaft und echt nervig. Moment mal. Ich glaube, ich habe die Lösung. Ich brauche nur einen Holzlöffel und meinen 3D-Stift. Dann male ich einfach komplett über den Löffel. Ich folge der Löffelform mit dünnen Linien. Dann benutze ich den 3D-Stift und erzeuge vertikale Linien auf dem Plastik. Das sind wie kleine Stacheln. Ich verteile sie gleichmäßig. Ich muss das ganze Plastik mit den Stacheln versehen. Die Stacheln müssen dabei nicht gleich lang sein. Ich schneide sie am Ende mit der Schere ab. So werden sie gleich lang. Das sollte reichen. Ich wünschte, mir wäre das schon früher eingefallen. Jetzt kann ich meine Haare bürsten. Fühlt sich schon viel besser an. Und keine von Liams Haaren daran. Das ist perfekt. Jetzt bin ich fertig. Autsch! Mein Hintern! Dein Ernst, Liam? Das reicht. Hey, pass auf. Ich muss los. Au. Ich liebe dich total. Oh, du willst dich auf die Couch setzen? Dann geh doch einfach rüber. So, du hattest ja auch einen langen Tag. Zeit zum Bürsten, damit deine Haare schön glänzend bleiben.
Okay, du siehst toll aus. Wollen wir irgendwo ausgehen? Ich hol deine Handtasche. Ups, meine Schuld. Hab sie. Nein, was ist mit dir passiert? Geht's dir gut? Dein Lieblingsshirt ist zerrissen. Wer macht denn sowas Schreckliches? Du brauchst was Neues zum Anziehen. Oh, du kommst her. Du weißt, was zu tun ist. Du musst das Shirt reparieren. Wer braucht schon Nadel und Faden, wenn man das Ding hat, oder? Oh, ich hab da wohl ein bisschen übertrieben. Guck dir das an. Aber, ich hab mich doch angestrengt. Was ist los, Schatz? Du brauchst hier nur ein bisschen Hilfe, mein Süßer. Ich weiß, was zu tun ist. Darf ich mir den mal kurz ausleihen? Und es geht los. Wir fangen ganz am Anfang an. Ich entwerfe ihr Kleidung, die genau auf ihren Körper zugeschnitten ist. Es kommt auf die richtigen Linien an. Und so schnell haben wir einen Top. Machen wir unten weiter. Kommst du drauf, was ich mache? Wenn du auf Rock getippt hast, hast du recht. Durch das Kreuz- und Quermuster bekommt er seine Form. Und jetzt kann ich die Oberfläche gestalten. Tada! Jetzt machen wir etwas gegen diese Glatze. Ich denke, sie wird sich über einen Lockenkopf freuen. Sind die hübsch oder was? Ich denke, dein Problem ist gelöst. Hier. Wow, das ist ja wie Zauberei. Sie sieht toll aus. Aber warte, eine Sache fehlt noch. Da ist es. Autos müssen sich an Verkehrsregeln halten. Ja, lass dir ruhig Zeit. Das Auto muss warten. Gut mitgedacht. Ja, yep. Geh ruhig weiter. Ja, Sicherheit geht natürlich vor. Heute ist der Tag. Guck dir die coolen Dekorationen an. Mama wird total ausflippen. Über mein Geschenk wird sie sich am meisten freuen. Das hat mein ganzes Taschengeld gekostet. Ich guck nur noch mal kurz nach. Ist das nicht fabelhaft? So funkelnd. Ich kann's mir schon vorstellen. Sie wird's lieben. Alles Gute zum Geburtstag, Mama. Danke. Rieche ich Pizzabrötchen? Ich komme. Ja, ich weiß. Danke. Aha, ja, das stimmt. Oh, nicht gut. Oh, was? Wer hat das Diadem auf die Couch gelegt? Warte, steht dafür. Mama, das ist für mich? Oh nein. Ich muss das irgendwie wieder ganz machen. Mit Klebeband? Oh, nee, das klappt nicht. Ich bin ratlos. Außer... Ich nehme meinen Klebestift zum Reparieren. Ja, mit dem sollte es gehen. Man muss nur um die Ecke denken. Zuerst bringe ich alles an seinen Platz. Dann trage ich hier Kleber auf und peppe das Ganze ein bisschen auf. Ich stehe auf Kaugummi-Rosa. Damit fülle ich all die kleinen Löcher auf. Die Reparatur wird gar nicht weiter auffallen. Noch ein bisschen. Und fertig. Und ein kleines Extra als Schmuckstück. Hey, warum nicht? Lila kann ich einfach nicht widerstehen. Na, wie sieht das aus? Weg mit dem Alten, rein mit dem Neuen. Wow, ich bin beeindruckt. Er kommt. Oh, das war knapp. Jetzt normal verhalten. Und Showtime. Alles Gute zum Geburtstag, Mami. Die habe ich für dich gekauft. Das wäre nicht nötig gewesen, Leo. Mach's auf. Also gut. Guck dir das an. Ich wollte schon immer ein Diadem. Steht mir das, mein Sohn? Das sieht anders aus, als ich in Erinnerung habe. Oh, Schatz, ich bin die glücklichste Mutter. Aha. Hier, willst du Punsch? Habe ich selbst gemacht. Oh, hi, Liebling. Bereit, so richtig abzufeiern? Hey! Entschuldige bitte. Oh. Warte mal, mein Enkel hat auch Perlen. Du brauchst einen Heißkleber und bunte Farben. Mache so viele Füllungen, wie du brauchst. Perfekt.
Dann nimmst du eine Kette. Und fertig. Willst du deine neue Kette ausprobieren? Oh, die passt wie angegossen. Sie gefällt mir, danke. Komm, wir gehen. Ah! Puh, kann uns bitte jemand aufhelfen? Wie lange dauert das noch? Du hast es gleich geschafft. Gut, warte mal. Mom wird voll sauer sein, wenn sie das Tattoo sieht. Hallo, ich rede mit dir. Was? Sorry, ich krieg Panik. Okay, tief einatmen. Danke. Moment mal. Eine geniale Idee. Du brauchst eine Plastikform wie diese und legst Gummibärchen hinein. Nimm so viele Farben, wie du magst. Stecke die Gummibärchen in die Form. Dann gießt du vorsichtig Epoxidharz in die Form. Füll sie bis oben hin auf. Fertig zum Tragen. Ist der Armreif nicht süß? Und mein Tattoo ist völlig versteckt. Super. Du versteckst es? Wie du meinst. Betty, da bist du ja wieder. Hi, Mom. Hä? Oh. Oh, ein Tattoo? Oh, das ist gar nichts im Vergleich zu dem hier. Wow, du bist die Beste. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Eine klitzekleine Runde Applaus. Ich liebe diesen Witz. So viel Zeug. Handschellen? Oh je. Hi, danke. Die brauche ich nicht mehr. Wann habe ich die denn gekauft? Rein damit. Nagellack? Den brauche ich nicht. Der Karton ist voll und kann raus. Oh, was stinkt hier so? Ah, endlich ausgeschlafen. Noch mehr Zeug? Cool. Ich brauche aber mehr. Was ist denn in diesem Karton? Wow. So ein Schrott. Nagellack. Den könnte ich definitiv gebrauchen. Zeit für eine Maniküre. Eine Maniküre der etwas anderen Art. Dieses Mal dekorieren wir unsere Finger. Siehst du den Nagellackstreifen? Warte, bis er trocknet. Dann brauchst du etwas UV-Licht. Das ist im Nu trocken. Nimm den Ring vom Finger, damit du ihn dekorieren kannst. Am besten nimmst du einen dünnen Pinsel. Ich liebe Herzen. Du auch? Das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Jetzt hast du neue, selbstgemachte Ringe. Wer hat hier Mundgeruch? Hä? So elegant. Die Ringe sind echt hübsch. Die hier? Wie viel kostet einer? Zuerst du. Nee, du. Na schön. Juhu. Ich bin reich. Ach, die wasche ich. Was? Ihr wollt auch Ringe haben? Und ich dann so, yo, egal, Bro. Ich wurde trotzdem zum Nachsitzen verdonnert. Aber das war mir egal. Du bist so witzig. Das hätte ich gerne gesehen. Liam! Hilfe! Was ist los? Schon okay, ich bin hier. Oh, ich hatte solche Angst. Danke, Liam. Wo ist mein Lolli hingeflogen? Ah, da ist er ja. Oh, den kann ich nicht mehr essen. Der ist voller Haare. Oh, ekelhaft. Ich wünschte, ich könnte Emma helfen. Hey, Emma, nimm das. Nein, danke. Na gut, ich hab's probiert. Warte, ich hab 'ne Idee. Ich gebe die Süßigkeit in meine Klebepistole. Ich habe ein Dreieck auf das Papier gemalt und male es mit der geschmolzenen Süßigkeit aus. Das riecht echt gut. Ich bleibe innerhalb der Linien. Es muss perfekt werden. Unten muss ich eine kleine Lücke lassen. Okay, nun zum unteren Teil. Hierfür brauche ich etwas Grün. Und jetzt ein dunkleres Grün. Fast fertig. Ich stecke ein Stäbchen hinein und verziere es. Ein Wassermelonen-Lolli. Wow, der ist ja genial. Der gehört dir. Das ist so süß. Gern geschehen. Mmh,
sind so lecker. Perfekt, ich habe mir auch einen gemacht. Hey, das ist echt lecker. Das ist die perfekte Farbe für eine Giraffe. Sieht so hübsch aus. Was kann ich sonst noch anmalen? Vielleicht kann ich auch Papi ein bisschen aufhübschen. Was für ein Tiefschlaf. Hä? Seit wann ist denn mein Bart grün? Verstehe. Emma hat mal wieder gemalt. Ich bin eine Künstlerin. Zeit für dein Frühstück, Schatz. Leg den Pinsel weg. Okay, Papi. Warte, vielleicht kann ich ja den Löffel bemalen. Sieht schon viel besser aus. Was machst du denn da, Schatz? Wow, nicht so voreilig. Das kannst du nicht benutzen. Wow, du bist so gemein. Psst, nicht wütend sein. Moment mal. Ich habe eine tolle Idee. Oh, das funktioniert bestimmt. Ich brauche nur einen 3D-Stift und einen Löffel. Ich folge einfach der Form. Warte nur, bis Emma das sieht. Sie wird begeistert sein. Nun zum Griff. Auch hier muss ich einfach der Form folgen. Das war's. Jetzt muss ich es nur noch vom Löffel nehmen. Das ist Emmas ganz eigener Löffel. Oh, was ist denn das? Wow, der ist großartig. Genau wie der, den ich bemalt habe. Ich probiere ihn direkt aus. Das schmeckt lecker. Der ist perfekt, Papi. Danke. Ich kann nicht mehr. Warum schaust du mich so an? Nicht bewegen. Nein, nein, nicht meine Haare. Bleib fern von mir. Ach ja, meine Schlüssel. Doi. Ha? Wo ist er denn? Ach so, bestimmt in meiner Tasche. Irgendwo hier drin muss er sein. Okay, das ist jetzt echt bescheuert. Ich kann ihn nicht finden. Moment, ich glaube, ich habe eine Idee. Genauso mache ich's. Mal sehen. Eine Chipstüte. Bücher. Ich muss noch tiefer rein. Da ist er ja. Hab ihn gefunden. Puh, endlich. Das war ganz schön viel Arbeit. Geschafft. Endlich ist der Spind offen. Moment, ich glaube, ich habe sogar noch eine bessere Idee. Ich habe meinen 3D-Stift und einen Zettel mit einem gemalten Herz. Und jetzt umrande ich es einfach. Super, und jetzt fülle ich es aus. Das ist mein Lieblingsteil beim Malen mit 3D-Stiften. Vor allem die langen Linien machen mir Spaß. Und es sollten keine Lücken mehr da sein, damit es auch gut aussieht. Okay, das Herz ist fertig. Jetzt nur noch einen Schlüsselring befestigen. Dabei kann der 3D-Stift auch helfen. Tada, fertig und bereit zum Einsatz. Der sieht so süß aus. Und das Beste daran, keine Schlüsselsuche mehr. Dieser Tanz macht voll Spaß. Oh, die Klingel. Ich gehe schon hin. Mist, wir waren gerade voll drin. Guck mal, da ist ein Paket gekommen. Yay, meine neuen Crocs. Die sind voll schön. Oh, ich liebe sie. Wow, oh, ich bin voll neidisch. Meine sind weiß und langweilig. Hey, ich glaube, ich kann sie aber verschönern. Ich male eine kleine süße Blume. Und jetzt mein guter alter 3D-Stift. Zwei Blütenblätter fertig und weiter zum Rest. Am liebsten mit einer Hin- und Herbewegung. So, fertig. Und jetzt nehme ich noch Gelb für die Mitte. Oh, die ist so süß geworden. Als nächstes eine Erdbeere. Bei der fahre ich zunächst den Rand in Schwarz nach. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt die grünen Blätter. Und natürlich rot für die Erdbeere. Das wird so bezaubernd. Und fertig. Als nächstes einen Stern. Dafür brauche ich nicht mal eine Vorlage. Ich kann die Umrandung auch freizeichnen. Durch das Gelb sieht es hell leuchtend aus. Geschafft. Und jetzt kommen die Schuhe dran. Ich glaube, den Stern setze ich hier hin. Und jetzt noch die anderen. Yes, die sehen echt toll aus. Zeit, sie anzuprobieren. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Wow, das hast du richtig gut gemacht, Kate. Hier, das schenke ich dir. Oh, danke. Willst du was richtig Cooles sehen?
Guck mal, was ich noch gemacht habe. Die passen genau auf die Schuhe für einen komplett neuen Look. Ich habe den Schuh einfach mit dem 3D-Stift nachgezeichnet. So cool. Ach ja, unser Tanz. Jetzt können wir unsere neuen Schuhe richtig herzeigen. Fast fertig mit Geschirrspülen. Puh. Oh nein, noch eine Tasse. Mach die hier bitte auch noch sauber. Okay, gut. Nur noch die eine. Echt keine Ahnung, wie eine Tasse so dreckig werden kann. Was zur... Meine Hand! Oh nein, ist sie kaputt? Oh, sie ist noch ganz. Nein! Ausgerechnet ihre Lieblingstasse, sie wird mich umbringen. Moment, vielleicht kriege ich das wieder repariert. Ich brauche nicht mal Kleber, ich habe meinen 3D-Stift. Ich bedecke damit einfach die Bruchstelle. Es hat die gleiche Farbe, man sieht es also gar nicht. Und dann mache ich das den ganzen Henkel entlang. Die ganze Seite. Es braucht auch gar nicht viel. So, eine Seite fertig, jetzt nur noch die andere. Hier mache ich jetzt einfach nochmal das Gleiche. Fast fertig mit der Seite. Geschafft! Und jetzt nur noch oben und unten. Der Henkel ist das Wichtigste an einer Tasse. Daher muss ich sicher gehen, dass er ganz fest sitzt. Fertig! Und der Henkel hält sogar. Ah, hier hast du etwas Saft. Ha, ich sehe, du hast den Henkel verschönert. Ist da irgendwas mit passiert? Nein. Na gut, dadurch ist das Festhalten auch viel angenehmer. Danke für den Saft. Ich bin so froh, dass das geklappt hat. Entschuldigung, ich müsste mal an meinen Spind. Mega komisch, dass sie genau hier lernen muss. Mist, die Schulglocke. Hey, wie konnte sich mein Rock im Spind verfangen? Oh, der klemmt richtig fest. Ich muss ihn wohl einfach rausziehen. Jetzt habe ich mich ausgezogen. Nein, das versuche ich lieber nicht. Oh, da ist ein Riesenloch. Moment mal. Ja, mein 3D-Stift. Bin ich froh, dass ich den mitgenommen habe. Ich male einfach ein süßes kleines Design um das Loch im Rock herum. Jetzt ausmalen. Ganz wichtig ist, dass das Loch überdeckt ist. Und nun die nächste Farbe. Um auch den Rest des Lochs zu übermalen. So, das Loch ist unsichtbar. Jetzt noch ein paar kleine Details. Ich will die Ohren aus. Und ich verpasse ihm noch ein paar Augen. Nase und Mund darf ich nicht vergessen. Oh, dieser Fuchs ist echt süß geworden. Das Loch ist repariert und mein Rock sieht sogar noch süßer aus. Zwar hatte der Wolf scharfe Zähne, aber er hatte auch ein weiches Herz. Und als die Prinzessin sein Fell streichelte, lag er ihr zu Füßen. Und von diesem Tag an waren sie für immer zusammen. Oh, sie ist eingeschlafen. Ich decke sie noch richtig zu. Und jetzt auf Zehenspitzen rausschleichen. Oh nein, das war zu laut. Oh, bitte wach nicht auf. Puh, sie schläft weiter. Mist, ich habe ihre Puppe kaputt gemacht. Sie wird so sauer sein, wenn sie das sieht. Oh Mann, was soll ich nur tun? Ja, ich weiß, was ich mache. Komm her, Püppchen, wir reparieren dich wieder. Lass mich nicht im Stich, lieber 3D-Stift. Diesmal brauche ich dich wirklich. Ich versuche es wie Fischschuppen aussehen zu lassen, damit die Meerjungfrau noch echter aussieht. Und jetzt ganz unten die Flossen. Für den Anfang nehme ich Gelb. Ich glaube, das passt ganz gut. Aber ich benutze viel Gelb, weil ich will, dass es hübsch wird. So, und jetzt noch der finale Touch. Noch ein bisschen Gelb hier oben. Und ich bin fertig. Oh, die ist echt super süß geworden. Ich denke, das Ergebnis wird ihr gefallen. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich stolz auf mich. Ich lasse ihre Puppe einfach hier, damit sie sie findet. Schlaf schön. Und jetzt nochmal aus dem Zimmer schleichen. Der Wolf will Kirscheiscreme. Ja, yeah, ich hatte recht. Das Popcorn ist so gut. Wo ist es denn? Wo ist es? Vielleicht unter diesen Kissen? Was machst du da? Hör auf, mit den Kissen auf mich zu werfen. Lass mich mal unter deinen Beinen gucken.
Es ist aussichtslos. Ich habe überall geguckt. Was ist dein Problem? Ich habe einen Ohrring verloren. Ich finde ihn einfach nicht. Ha, tja, dieses Blatt hier sieht ihm doch ziemlich ähnlich. Gib mir einen Moment. Ich kann dir auf jeden Fall helfen. Und wieder mal kommt der 3D-Stift zu unserer Rettung. Dieses Grün ist echt hübsch. Es leuchtet voll schön. Und nun die andere Seite des Blatts. Das macht echt Spaß, ein echtes Blatt auszumalen. Fertig! Jetzt einfach rausziehen. Das sieht fast wie echtes Laub aus. Und nun befestigen wir den Haken am Ohrring. Gut, und jetzt noch einen zweiten. Sie sind bereit zum Tragen. Guck mal, was ich für dich habe. Hier. Wie schön! Ich probiere sie gleich mal an. Und wie sehen sie aus? Gut? Yay! Oh mein Gott, ich liebe sie. Die sehen aus wie echte Blätter. So hübsch. Siehst du, jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Was? Ich habe sie zu Hause vergessen? Die sind sowas von 5 Jahre hinterher. Aber besser als nichts. Wow, hast du ein Museum ausgeräumt? Und das war's dann mit denen. Puh, mein Spezialstift. Ein bisschen was hier rein und ich habe ein neues Paar Ohrstöpsel. Siehst du? Das ist schon besser. Diese Musik klingt wirklich toll. Nur ein weiterer Stift-Hack. Die Nägel sind gefeilt. Rot ist gut. Der braucht schon einen Salon. Oh, offensichtlich ich. Wie tollpatschig. Oh Mann, der Lack muss runter. Ah, geh ab. Noch dran. Wird Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Jetzt geht's los. Es ist hoffnungslos. Ist es überhaupt noch zu retten? Dann muss ich wohl kreativ werden. Lass uns basteln. Ich mache mir meine eigene Hülle mit diesem praktischen Klebestift. Sieht das schon nach einer Hülle aus? Vergiss die Seiten nicht. Du kannst jede Farbe nehmen, die dir gefällt. Die hier passt zu meinem Outfit. Was geht ab, Kleine? Ich gewinne hier sowas von. Zeit für eine kleine Pause. Auf Displays zu starren macht echt müde. Oh yeah. Interessant. Oh, was war das? Na, das war nicht die Katze, oder? Madisons Brille. Sie wird mich umbringen. Mich und meinen breiten Hintern. Aber wenn ich darüber nachdenke? Dieser Stift kann alles reparieren. Umreiße zuerst das Glas. Geh dann die Kante runter. Mach weiter, bis du komplett rum bist. Kommt dir das bekannt vor? Jetzt musst du sie nur noch verbinden. Und nun zu den Bügeln. Und das war's schon. Sieht ziemlich genial aus. Langsam. Langsam. Das war knapp. Sie hat genau deine Größe. Bin ich mit Brille eingeschlafen? Oh Gott. Das ist seltsam. Juhu. Geschafft. Wow. Schau dir all diese tollen Sachen an. Dieser Schmetterling steht mir so gut. Aber warum schon aufhören? Ich meine, wozu sind Finger da, oder? Ah, du siehst echt toll aus. Und was ist mit mir? Ich habe den hier selber gemacht. Das ist schon eher ein Statement. Vielleicht zu viel. Könnte das funktionieren? Warum versuche ich es überhaupt? Warte mal. Ich hab's. Na klar.
Siehst du dieses Herz? Umrande es mit deinem Klebestift. Ich habe rot gewählt. Und jetzt ausmalen. Als nächstes ist die Krone dran. Passend für eine Königin, schätze ich. Oh, wie niedlich diese Blume doch ist. Du kannst verschiedene Farben verwenden, wenn du willst. Jetzt die Blütenblätter ausmalen. Die Perfektion. Fragst du dich, was das wird? Das ist der Teil, der um den Finger kommt. Erinnerst du dich noch an das Herz? Gib einen Kleckskleber darauf und kleb den Ring obendrauf. Hey, du hast Schmuck gemacht. So niedlich, kaum zu glauben. 4 selbstgemachte Ringe, fantastisch. Hä? Wo hat sie die her? Zeig mal. Die sind einzigartig, oder? Darf ich denn anprobieren? Oh, der gefällt mir. Ringschwestern. Es gibt nichts Schöneres als eine Kissenschlacht. Ugh, meine Haare. Meine Sicht ist beeinträchtigt. Ugh, zu viele Haare. Okay, warte kurz. Ich brauche eine Minute. Habe ich hier kein Haarband rumliegen? Na dran. Nicht so schnell. Ich habe sie zuerst gesehen, aber ich brauche sie dringender. Gib her! Ah! Schau, was du gemacht hast. Aber vielleicht gibt es ja noch was Besseres. Zeit für die Plan B-Box. Wir brauchen deine Hilfe, Zauberstift. Das wird fantastisch. Zuerst machen wir Wellenlinien. Dann schließen wir sie und füllen alles aus. Es wird gleich einen Sinn ergeben. Mit einem Pinsel malen wir klitzekleine weiße Herzen drauf. Sind sie nicht goldig? Okay, eins noch. Was ist Basteln ohne Glitzer? Als nächstes kleben wir die Enden zusammen. Dann kommt die Spange ins Haar. Kein Haar flattert mir mehr ins Gesicht. Wow! Wow, die Schlacht kann weitergehen. Du und deine Klassenkameradin habt einen ähnlichen Geschmack und das führt manchmal zu Problemen. Tschüss! Hemingway ist wirklich interessant. Hä? Was? Ich kann mich nicht daran erinnern, sowas eingepackt zu haben. Ich juble nicht mal jemanden an. Warte, ist das mein Rucksack? Was mich auf eine tolle Idee bringt. Zeichne deinen Namen und umreiße ihn mit deinem Klebestift. Ich habe mich für einen lustigen Bubble-Schriftzug entschieden. Du kannst auch jede beliebige Farbe nehmen. Denk auch an die versteckten Stellen. Wie um das E herum. Dann wird es Zeit für Farbe. Trag den Kleber in verschiedene Richtungen auf, um die Buchstaben sichtbarer zu machen. Oder mach das Ende jedes Strichs definierter. Noch einen Umriss rum und eine Kette dran. Mal sehen, wer sich jetzt noch die falsche Tasche schnappt. Hä? Das ist nicht mein Name. Madison? Das war ganz schön knapp, was? Vom Namensschild gerettet. Hat Amor endlich meine Gebete erhört? Sind die Haare okay? Oh, hey! Wow. Raus aus meinem Mund! Und meine Haare? War das ein Tornado oder was? Warte mal, ich weiß, was mir helfen wird. Hallo, alter Freund. Siehst du diesen Stift? Benutze ihn, um den Kleber so zu formen. Immer weiter. Und wenn es trocken ist, zieh es ab. Es sollte wie eine kleine Feder aussehen. Mach etwas Kleber ans Ende und kleb die Enden zusammen. Tada!
keine verrückten Haare mehr. Also, wo war ich? Hi, du. Oh, ja. Hab dich. Du bist so weich und matschig. Warte. Wow, was ist das? Mama ist beschäftigt, das ist meine Chance. Ist alles in Ordnung? Noch ein bisschen weiter. Gleich am Ziel. Was machst du da? Auf diesen Moment habe ich gewartet. Da ist sie, endlich! Nein! Wag es ja nicht. Nicht so schnell, Ava. Wieder vereitelt. Eines Tages, Mama, eines Tages. Ich muss verhindern, dass das passiert. Mit diesem Klebeband decke ich die Steckdose ab. So müsste es gehen. Ich denke, sie ist jetzt Ava sicher. Tschüss, mein Freund. Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Es ist schön, dich zu sehen. Setz dich bitte. Oh, schön weich. Wir haben umdekoriert. Gefällt's dir? Wie findest du diese Dekoartikel? Das ist ja ein großer Fisch. Und das ist moderne Kunst? Das ist wegen Ava. Ist nicht so wichtig. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ich war schon mal in dieser Situation. Das wird nicht lange dauern. Ich zeichne zuerst einen Kreis mit dem 3D-Stift. Den fülle ich dann aus. In die Mitte habe ich ein Rechteck gemalt. Ich lasse es erstmal leer. Mit diesem Teil bin ich fast fertig. Jetzt fülle ich das Rechteck mit weißem Plastik aus. Das ist ganz einfach und macht Spaß. Okay, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich male einen kleineren Kreis auf die Scheibe. Ich baue Schicht für Schicht auf. Und fertig. Das kommt jetzt in die Steckdose. Ich habe noch mehr gemacht. Mit unterschiedlichen Formen. Das wird Ava aufhalten. Was? Was ist das? Hey, das finde ich nicht cool. Das langweilt mich. Ja, ich glaube schon, dass das richtig ist. Ich schreib's auf. Oh, ich habe eine bessere Idee. Ups. Nein! Ah, halt sie auf! Ich mach das schon. Ich bin auch bereit. Es regnet Taschentücher. Die darf nicht überschwappen. Warte. Oh, das war ein Reinfall. Ja, irgendwie enttäuschend. Ich will mich ja nicht beschweren, aber ich war auf das Schlimmste vorbereitet. Sie dreht sich immer noch. Das könnte eine Art Rekord werden. Warte, warte. Nee. Ich muss gestehen, das wird langsam langweilig. Na los, bring's hinter dich. Hey, da passiert was. Ava, wach auf. Oh, endlich. Guck, sie fällt. Mein Laptop. Nein! Ah! Oh, das war nur ein Tagtraum. Ava, nein. Puh, hab sie. Was ist los? Das war knapp. Wir wollen keinen Unfall provozieren. Ich lege Folie über die Tasse und drücke sie am Rand runter. Ich sorge dafür, dass sie schön fest sitzt. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich mache in die Mitte einen Kreis. Dann erweitere ich den bis zum Rand. Ich will die Folie abdecken. Dann lasse ich den Kleber über den Rand laufen. Sieht schön aus, wie der darunter fließt. Jetzt muss der Kleber hart werden. Dann nehme ich die Folie ab. Und ich habe eine Abdeckung für die Tasse. Was sagst du dazu? Wow, stopp! Wow, fantastisch! Lass uns die Hausaufgaben beenden. Die Form und die Füllung sind bereit. Dann kann's losgehen. Oh, wie das glitzert. Echt schön. Nur noch die Schnauze und fertig. Nun muss es trocknen. Okay, das war lang genug. Jetzt kann ich es rausnehmen. Yes, mir gefällt, wie das Einhorn glitzert. Damit verziehe ich mein Handy. Wie ist das möglich? Ich muss weiterlesen. Okay, ja, das macht Sinn. Das verstehe ich. Was ist, wenn... Oh, mein Kopf. Autsch. Kurs für coole Leute? Oh mein Gott. Okay, okay, beruhig dich wieder. Das ist meine Chance. Oh, ich betrete den Raum. Oh mein Gott, das ist sowas von cool. So viele coole Leute auf einem Haufen?
Da drüben stechen sie sich Tattoos. Und der Typ spielt Gitarre. So cool. Mach weiter. Das wird ein rattenscharfes Tattoo. Das sieht schmerzhaft aus. Hoffentlich desinfizieren sie die Tattoo-Nadel. Oh, sie sieht mir sympathisch aus. Lieber nicht. Wow, sie hat den Typen im Armdrücken besiegt. Oh mein Gott, sie ist ja die Lehrerin. Was? Es gibt einen Dresscode? Was wird von mir verlangt? Mal sehen. Oh, Piercings. Sehr viele Piercings. Was mache ich nur? Ich bin nicht cool genug für den Kurs. Mit den Hausaufgaben bin ich auch schon fertig. Moment mal, die Büroklammer. Oh mein Gott, das bringt mich auf eine Idee. Okay, für diese Idee brauche ich mehrere Büroklammern. Vier sollten reichen. Nun brauche ich einen Drahtschneider. Die kleinen Ringe stecke ich mir an Lippe und Nase. Jetzt sind meine Kleidung und Haare dran. Zeit, mich den Leuten nochmal vorzustellen. So cool! Willkommen in unserem Kurs! Rock on, eine von uns! Zieht euch ihre Piercings im Gesicht rein! Krass! Hey, sie gefällt mir echt gut. Ich muss sie anbaggern. Hey, hebt euch das bitte für später auf. Okay, aber hey, setz dich an den Tisch neben mich. Lauf! Wir werden noch pitschnass. Oh, puh, der Regen scheint nachzulassen. Zum Glück. Ja, der Regen war heftig. Oh nein, mein Schachbrett! Das ist voll im Eimer. Wie konnte das nur passieren? War das der Regen? Beruhig dich. Warte hier, bin gleich wieder da. So ein Mist. Okay, ich bin gleich soweit. Ich muss doch den Raum schützen. Handschuhe bereit. Es kann losgehen. Die Formen stehen bereit. Jetzt wird noch etwas Glitzer hinzugemischt. Okay, nun fülle ich das in die Form. Nicht zu viel. Ich muss noch mehr zusammenmischen. Noch etwas mehr Rot. Und natürlich etwas Glitzer. Gut, das fülle ich nun in die zweite Form hinein. Perfekt, das muss nur noch trocknen. Yep, die kann man rausnehmen. Das hat gut funktioniert. Jetzt brauche ich noch ein paar davon. Langsam wird es. Aber die Mischung muss noch etwas klarer werden. Die Konsistenz sieht gut aus. Nun fülle ich das in die Form hinein. Die Flüssigkeit muss einmal komplett über die ganze Fläche fließen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Okay, die Ecken sind aufgefüllt. Nur diese hier fehlt noch. Yes, endlich fertig. Oh mein Gott, das sieht richtig toll aus. Hey, mach nicht so ein trauriges Gesicht. Ich habe dir ein neues gemacht. Das hast du für mich gemacht? Wow, das ist so wahnsinnig cool. Hey, Lust auf eine Partie? Diese Party soll absolut perfekt werden. Okay, bin wieder da. Das Geschenk wird dir gefallen. Ich schleiche mich an sie heran. Rate, wer ich bin. Oh, ah? Wer könnte das sein? Jemand, den ich kenne. Oh, Jake, du bist es. Happy Birthday. Und sieh mal, das ist dein Geschenk. Oh, ich freue mich so. Was er mir wohl schenkt? Das Geschenk wird dir gefallen. Ich schenke ihr einen Löffel. Oh nein, wie ist das denn passiert? Ich muss mich an heute Vormittag zurückerinnern. Wow, das ist eine schöne Kette. Die wird dir ganz bestimmt gefallen. Für die Kette musste ich tief in die Tasche greifen. Moment mal, ist es schon so spät? Oh je, ich sollte mich besser beeilen. Oh, so ein Pech auch. Was zum... Wow, ich scheine ganz schön sauer auf den Löffel zu sein. Wenigstens glänzt er. Daraus kann man definitiv etwas machen. Okay, mit einer Zange werde ich nun das Löffelstück verbiegen. So ist es gut. Als nächstes kommt natürlich Glitzer. Wow, da sieh mal einer an. Das sieht schon viel besser aus. Wow, das ist echt gut geworden. Viel besser als erwartet. Okay, das hat mir den Tag gerettet. Hä? Was macht sie da? Oh, sie ist eingeschlafen. Sie hat sehr geduldig gewartet. Ich wecke sie mit einer Überraschung auf. Wow, ihr seid ja alle schon da. Schau mal, das ist ein Geschenk. Gefällt es dir? Oh mein Gott, vielen Dank. Das ist mein schönster Geburtstag ever. Wow, danke fürs Staubsaugen, Mr. Brokkoli. Hä, was? Oh, das war nur ein Traum. Wie viel Uhr ist es? Ich sollte auf mein Handy schauen. Nein, mein Handy, nein! Das ist voll auf den Boden geknallt. Oh nein, das Display. Oh mein Gott. Das ist ein Albtraum. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh ja, mein Handy. Hey, ich lebe immer noch auf dem Boden.
Ein Albtraum! Oh mein Gott. Schon wieder ein Albtraum. Shish. Moment. Mein Handy? Puh, meinem Handy fehlt nichts. Das war alles nur ein Traum. Aber dieser Albtraum hat mich auf eine Idee gebracht. Mein Freund und Helfer der 3D-Shift. Du kommst mal wieder wie gerufen. Mit meiner Lieblingsfarbe bemale ich die Handyhülle meines Handys. Mit Zickzacklinien fahre ich die Hülle nach, ziehe einmal rüber und beginne von vorn. Diesen Schritt wiederhole ich mehrmals. Die komplette Handyhülle muss mit 3D-Tinte bedeckt sein. Okay, die Rückseite ist bedeckt. Jetzt sind die Seiten dran. Auch die Seiten müssen gut bedeckt sein. Fertig! Meine 3D-Stifthülle ist endlich fertig. Ah, mein Handy! Nichts passiert, dank deiner genialen Handyhülle. Oh mein Gott, was für ein Schock. Die Handyhülle erfüllt ihren Zweck. Okay, ich leg mich wieder hin. Nope, nein, das kann ich nicht anziehen. Auf gar keinen Fall. Wie furchtbar. Und meine Klamotten sind das allerletzte. Das ist ein Desaster. Hä? Was ist denn hier los? Ich habe nichts zum Anziehen. Wovon redest du? Das sind doch alles deine Klamotten. Jake hat mich nach einem Date gefragt. Jake? Oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht sollte ich dieses T-Shirt anziehen? Was meinst du? Oder lieber dieses rote Kleid? Oder wäre das zu viel? Ich weiß nicht, ob das eine gute Wahl ist. Hey, mir ist eine tolle Idee eingefallen. Dieses gelbe Oberteil hatte ich total vergessen. Oh, aber ich habe keinen passenden Schmuck. Moment mal, ich weiß, wie wir dieses Problem lösen. Hä? Ich check's nicht. Ach so, Dad, du bist so klug. In der Schublade ist bestimmt etwas. Nein, das ist absolut gar nichts. So ein Jammer. Das wird das schlimmste Date aller Zeiten. Ich sollte ihm absagen. Es muss doch etwas geben, was wir tun können. Ohne passende Ohrringe gehe ich nicht vor die Tür. Basta. Uns wird schon etwas einfallen. Hey, dieses Kissen und mein 3D-Stift. Liebling, ich habe eine Lösung. Ah, oh mein Gott, du bist der Beste. Ich habe eine Vorlage für eine Wassermelone. Die fahre ich jetzt nach. Mit Schwarz fahre ich die Outlines nach. Damit fahre ich einmal komplett das Stück nach. Und nun sind die inneren Linien an der Reihe. Okay, bisher gefällt mir echt gut, was ich sehe. Aber es gibt noch mehr Linien zum Nachfahren. Jetzt wird das Fruchtfleisch mit roter Farbe ausgemalt. Ohne Rot wäre es keine Wassermelone. Soweit so gut. Nur noch ein kleines bisschen. Jetzt kommt die Schale. Grün eignet sich hervorragend. Das macht nicht Spaß. Ich sollte das öfters tun. Jetzt brauche ich noch etwas dunkelgrün. Und mit schwarzer Farbe male ich die Wassermelonenkerne. Nur ein paar Kleckse hier und da. Yes, nur noch ein kleiner Klecks. Juhu, ich bin fertig. Das sieht so schön aus. Natürlich brauche ich noch einen zweiten Ohrring und brauche Ohrstecker. Ah, die Ohrringe sind mir echt gut gelungen. Die gefallen mir echt gut. Ich probiere sie gleich an. Und, was sagst du? Süß, oder? Danke für den Einfall, Dad. Die Idee hat mir den Tag gerettet. So, ich gehe dann mal auf das Date mit Jake. Okay, ich wünsche dir viel Spaß mit Jake. Wo ist mein Nackenkissen? Da ist es. Schon besser. Oh, das war mein Handy. Mein Foto. Oh, na sieh mal einer an. Sie hat eine gute Zeit. So süß. Ich werde mir das Tuch umbinden. Aber das sieht so langweilig aus. Ich werde es ein bisschen interessanter machen. Ich habe das Tuch in diese Becher gesteckt. Jetzt gieße ich in jeden Farbe rein. Ich nehme immer eine andere Farbe. Am Ende soll es bunt werden. Das Tuch wird die Farben aufsaugen. Das wird ein cooler Regenbogeneffekt. Ich muss nur geduldig sein. Das ist der letzte. Guck mal, wie die Farben übergehen. Jetzt sieht's schon besser aus. Ist total schick geworden. Ich muss los. Oh mein Gott, ich kann's nicht glauben. Chris schreibt mir. Er ist so lustig und er ist süß. Oh, da kommt Stacy. Was gibt's, Streberin? Hi. Nettes Gespräch. Ich pack mal meine Sachen aus. Wow, so ein schickes Handy. Das ist viel besser als meins. Oh, stimmt was nicht? Ist nicht mein Problem. Sie hat sogar schicke Pinsel. Ich habe nur so einen alten und schäbigen. Und hier sind meine Farben. Die waren richtig teuer. Aber für mich nur das Beste. Die sehen wirklich toll aus. Dann hole ich mal meine Farben raus. Oh, fast hätte ich meine Staffelei vergessen. Die brauche ich definitiv. Willst du mich verschaukeln? Sowas habe ich nicht. Aber irgendwas muss ich doch nehmen können. Dein Ernst?
Das ist so peinlich. Was machst du da? Hey, das geht. Wir müssen die Tische umstellen. Du ruinierst meinen Ruf. Oh, wir fangen an. Wow, so schicke Schuhe. Die sind total schick. Die gefallen mir. Aber solche Sneaker kann ich mir nicht leisten. Schätze, so ist das Leben. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich könnte sie mit meinen Farben schick machen. Ein Versuch ist es wert. Zuerst mache ich die Schnürsenkel ab. Dann brauche ich meinen Pinsel. Ich fange mit Gelb an. Das ist schön leuchtend. Ich male die Schuhe erst vorne an. Alles muss ordentlich ausgemalt werden. Ich will ja, dass es gut aussieht. Daher lasse ich mir Zeit dabei. Am Ende darf keine Lücke bleiben. Das macht Spaß. Ich fühle mich wie eine Modedesignerin. Für die verschiedenen Bereiche nehme ich unterschiedliche Farben. Es werden also bunte Schuhe. Gelb nehme ich auch für die Fersen. Aber ich will nicht die Sohle bemalen. Daher ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen. Ich will ja nicht, dass die Mühe umsonst war. Jetzt wechsle ich die Farbe. Ich nehme Pink für die Zunge. Ich mache gleichmäßige Pinselstriche, damit es ordentlich aussieht. Zum Glück habe ich eine ruhige Hand. Hier braucht man Fingerspitzengefühl. Jetzt benutze ich einen Schwamm. Mit dem kann ich die Innenseite der Zunge einfärben. Der Stoff saugt die Farbe auf. Ich muss nur mit dem Schwamm drüber tupfen. Das gleiche mache ich mit Pink. Und damit betupfe ich die Innenseite der Ferse. Das hat was Entspannendes. Das muss jetzt trocknen. Währenddessen male ich den Rest vom Schuh aus. Ich kann das Ergebnis kaum erwarten. Alle werden neidisch sein. Ich sollte das mit all meinen Schuhen machen. Dann habe ich eine Regenbogensammlung. Dieser Bereich ist knifflig. Aber ich mache das ganz langsam. Okay, genug Pink. Jetzt kommt Blau. Das kommt vorne auf den Schuh. Und auch an die Ferse. Die verbleibenden Bereiche werden auch blau. Mir gefällt das Blau. Ich lasse hier ein paar Stellen frei. Sobald die Farbe trocken ist, gehe ich mit einem schwarzen Edding drüber. So kommen die Farben besser zur Geltung. Und ist nur ein zusätzliches Designelement. Ich mache kräftige schwarze Linien. So wird auch der Kontrast zwischen den Farben erhöht. Sieht aus wie aus einem Trickfilm. Ich mache das um den ganzen Schuh rum. Ist wie im Kunstunterricht. Dafür sollte ich eine 1 bekommen. Darf die Löcher für die Schnürsenkel nicht vergessen. Ich bin gleich fertig. Ich verteile noch ein paar Linien um den Schuh herum. Die vervollständigen den Look. Sie wirken wie Falten im Leder. Jetzt ziehe ich noch eine Linie um die Sohle rum. Ich folge einfach der Kante. Das war's. Ich bin fertig. Ich habe auch die Schnürsenkel angemalt. Wow, die gefallen mir. Meine ganz persönlichen Turnschuhe. Und die habe ich ganz alleine gemacht. Ich bin zufrieden mit denen. Hä? Das gibt's nicht. Oh, gefallen sie dir? Wo hat sie die her? Die will ich auch. Die Sonnenbrille ist total verschmiert. Schon besser. Oh, ein Kunde. Ich bin hier, um viel Geld auszugeben. Das höre ich gern. Ach, wie verzweifelt. Hm, was haben wir denn hier? Soll das etwa modisch sein? Mir gefällt das. Was haben wir noch? Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Als hätte er auf mich gewartet. Ich probiere ihn mal auf. Hm, ich denke, der steht dir. Natürlich, ich lasse alles gut aussehen. Aber da fehlt noch was. Eine Brille. Du würdest fabelhaft aussehen. Ich mag es, fabelhaft auszusehen. Hm, die sieht interessant aus. Setz sie auf. Ja, das werde ich. Ich bevorzuge gewöhnlich etwas mit Klunker verziertes. Das sieht toll aus. Schau es dir an. Ach, ich weiß nicht. Nein, die ist nichts für mich. Hast du die einfach? Na, was soll's? Wie wär's mit der hier? Okay, ich versuch die mal. Ich weiß nicht. Ich muss doch was haben, das dir gefällt. Ich habe viele verschiedene Styles. Nein, nee, niemals. Mir gefällt keine von denen. Wie wär's mit meiner Brille? Ich bin hier fertig. Warte, halt! Was noch? Ich habe noch was, das du dir anschauen solltest. Denk nach, ich brauche einen Verkauf. Oh, das ist vielleicht gut. Nein, ich habe meine Wünsche schon aufgebraucht. Aha, meine treue Klebepistole. Sie lässt mich nie im Stich. Ich nehme Glitzerkleber und male eine Form. Ich möchte, dass es wie eine Wolke aussieht. Das macht Spaß.
Jetzt mache ich noch eine zweite Wolke. Das wird der Rahmen für die individuell gestaltete Brille. Jetzt verbinde ich beide Seiten. Als nächstes brauche ich blaues Epoxidharz. Ich spritze es in die Wolke. Das sind die Gläser. Jetzt muss ich warten, bis alles fest ist. Ich habe schon die Brillenflügel gemacht. Ziemlich cool, oder? Also ich würde die aufsetzen. Schau dir die mal an. Ich bin neugierig. Gib schon her. Die ist besser als die anderen. Ich fühle mich großartig. Genauso eine wollte ich. Da bin ich aber erleichtert. Ich nehme die. Wie viel kostet sie? 5 €. Also, einen Moment bitte. Das ist ein Unikat, weißt du? Also, die kostet 500 €. Ein Schnäppchen. Gutes Aussehen ist eigentlich unbezahlbar. Oh, danke. Nein, ich danke dir. Tata. Ciao, komm bald wieder. Ich kann's kaum glauben, dass das geklappt hat. Ich bin voll nervös. Ich will ihr nur eine Frage stellen, mehr nicht. Emily? Ich muss selbstbewusster sein. Emily? Nein, das klingt verrückt. Emily, der ist für dich. Er ist ein Symbol meiner Liebe. Ich hoffe, du fühlst auch so. Ups! Oh nein, wo ist der hin? Der muss hier doch irgendwo sein. Warum passiert mir immer sowas? Oh, hi, Emily. Ich habe nur ein paar Liegestützen gemacht. Komm, wir setzen uns. Du siehst hübsch aus. Oh, das ist lieb. Ich meine das ernst. Hey, ist das Nagellack? Kann ich mir den kurz ausleihen? Wofür? Vertrau mir, der wird alles lösen. Ich male mit dem Nagellack um ein Pflaster rum. Ich will ein dünnes Band machen. Wenn es trocken ist, kann ich es anmalen. Pink ist die perfekte Farbe. Die Lücken male ich mit einem dunkleren Ton aus. Der sieht schon gut aus. Und zum Schluss noch ein Herz. Jetzt ist er perfekt. Ich lasse ihn besser nicht fallen. Okay, los geht's. Emily? Was ist los, Matthew? Oh mein Gott, machst du Witze? Ich muss dich etwas fragen. Ich kann's nicht glauben. Willst du mich heiraten? Natürlich will ich. Ich war noch nie so glücklich. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Warum Schmuck kaufen, wenn du selbst welchen machen kannst? Ich bekomme einfach nicht genug von Pink. Und als Form kommt nur das Herz in Frage. So, 2 sind immer besser als 1. Jetzt zum Epoxidharz. Keine Bange, Glitzer kommt noch. Und auch hübsche Perlen. Wie bezaubernd ist das denn? Wunderschön. Ein Unikat, genau wie ich. Wow, eine echte Meerjungfrau? Ich kann's nicht glauben. Hi! Oh, hallo Mensch. Oh, komm her. Ich? Aber ich habe Flossen, siehst du? Ach ja. Siehst du das? Versuch zu fangen, okay? Wow, das ist göttlich. Danke. Bitte sehr. Das ist fantastisch. Oh, meine Augen. Hä? Wo ist sie hin? Was ist passiert? Ist sie im Wasser? Hi, Fischi. Nein. Claire? Hä? Oh, du bist es. Ich bin so froh. Und hier gehe ich zur Schule. Oh, hi alle zusammen. Okay, einer nach dem anderen. Oh Mann. Ein Autogramm? Bitte? Wow. Hallo? Hier drüben. Siehst du mich? Wartet, ich kann nicht denken. Stopp. Geht mir aus dem Weg. Hey, ich habe eine Idee. Schaut einfach zu. Seht ihr dieses gedruckte Design? Mit dem Draht forme ich das nach. Fertig. Sieht toll aus. Wenn beide Seiten fertig sind, mischt man in 2 Bechern verschiedenfarbiges Epoxidharz. Schön. Mit einem Stab das Harz verteilen. Genau so. Das perlenfarbige Harz kommt hier rein. Schön flach machen. Dann kommt hier ein Kreis hin. Sieht aus wie eine kleine Sonne. Bezaubernd.
Auf die andere Seite kommt eine kleine Mondsichel. Dann Klarlack auftragen als Schutz. Perfekt. Alles trocken. Schaut euch das an. Sorry, ich muss hier durch. Danke. Aber gerne doch. Wow, wie süß. Ich weiß. Ich liebe es. Hey, die passen zusammen. Hey, hey. Bleibt locker, wir sind Besties. Hey, wir ergänzen uns. Dein Yin und mein Yang. Yay, wie spannend. Gleich geschafft. Wir sind frei. Warte. Ja? Ich hab Snacks dabei. Hier für dich. Ich danke dir. Und dazu noch etwas Unterhaltung. Hey, guck dir mal die Werbung an. Wow. Kauft jetzt. Pika, Pika. Alles klar, ich fange an. Ziemlich gut, stimmt's? Oh ja, total lecker. Ich wünschte, ich hätte größere Hände. So gut. Du kannst doch einen Löffel benutzen. Ein Löffel? Das ist doch umständlich. Aha. Und jetzt schiebt es in deinen Mund. Wirklich? Aber wie kriege ich den da rein? Voll schwierig. Hab's fast geschafft. Ist lustig, glaube ich. Sehr gut. Was ist das? Ist das ein Pokémon-Anhänger? Cool. Wow. Da muss man doch zuschlagen. Ja? Oh, das Teil ist wirklich hübsch, stimmt's? Oh Mann. Holt euch euren Anhänger jetzt. Einfach anrufen oder texten. Ich hab nicht so viel Geld. Ja, ich auch nicht. Warte, ich habe eine Idee. Und dafür brauche ich diesen Löffel. Ich habe hier farbigen Ton. Den rolle ich jetzt zusammen. Der kommt dann in den Löffel. Mit einem zweiten Löffel drücke ich den flach. Perfekt. Und jetzt zum lustigen Teil. Ganz viel Glitzergel. Ultraviolettes Licht trocknet es. Fertig. Dann rausholen. Hübsch. Wow. Und schon habe ich einen Anhänger. Mach den an meinen Rucksack, bitte. Bitte sehr. Und der kostet absolut nichts. Total. Seht ihn euch an. Du bist die beste Meerjungfrau-Freundin. Oh. Och, Manu, alles geschmolzen. Das ist Eiscremesuppe. Ich habe meinen Marker und meinen 3D-Stift. Ich beginne, die Kapsel einzudecken. Soweit, so gut. Nur nehme ich es vom Stift ab und male einen Bogen an meinem Entwurf hinzu. Der Bogen wird anschließend komplett aufgefüllt. Vor und zurück, vor und zurück. Okay, jetzt kommen diese Stücke ins Spiel. Ich befestige sie an den Seiten. Dann brauche ich Gelb. Ich male meinen Anfangsbuchstaben mit Gelb. Und setze den kleinen Hut auf meinen Kopf. Okay, jetzt kann's losgehen. Köpfe einziehen. Aua, what the heck, was soll das denn? Ah, oh mein Gott, das war aus Versehen. Den Hut setze ich besser wieder ab und beschuldige die Ente. Heute ist aber auch gar nichts los. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. Oh, yes, dabei helfe ich doch gerne. Bitte, setzen Sie sich. Vielen Dank. Wie ist das Wetter? Ist es immer noch heiß? Okay, welche Frisur haben Sie sich vorgestellt? Bitte nur die Spitzen schneiden und etwas mehr Volumen verleihen. Aber natürlich, da sind Sie hier genau bei dem Richtigen. Ich muss noch Ihren Sitz verstellen. Noch ein bisschen und noch etwas. Und nochmal. Okay, jetzt kann es losgehen. Ja, ist sehr hübsch. Es sieht wirklich sehr gepflegt aus. Da versteckt sich wohl ein Knoten. Was ist los? Wieso haben Sie plötzlich aufgehört? Kein Grund zur Sorge. Ich habe alles unter Kontrolle. Oh mein Gott, der Kamm ist in zwei gebrochen. Wieso schauen Sie so schockiert? Ach, alles in Ordnung. Bin gleich wieder da. Was mache ich nur? Das war mein bester Kamm. Ich hab's. Aber natürlich, mein 3D-Stift wird mir behilflich sein. Ich brauche eine Kammvorlage, um die Linien nachzufahren.
Den Kamm male ich mit meiner Lieblingsfarbe aus. Das läuft wie im Schnürchen. Okay, die erste Hälfte des Kamms ist geschafft. Nun fehlt noch der Griff, den ich mit hellgrün anmale. So eine schöne Farbe. Ich sollte sie öfters benutzen. Da ein neuer Kamm gemacht wird, soll dieser schöner sein als der alte Kamm. Wenn ich mit dem Grün fertig bin, sind die Blumen an der Reihe. Okay, fast fertig. Voila, ein neuer Kamm. Oh, sie ist eingeschlafen. Ich sollte mich besser beeilen und ihr Haar kämmen. Oh, sorry. Ich muss wohl für einen Moment eingenickt sein. Okay, dieses Mal werde ich das Level abschließen. Da ist sie, die letzte Schatzjagd. Ich schaff das. Hä? Was ist denn mit ihm los? Er ist so aufgeregt. Gleich bin ich mit dem Dungeon durch. Darf ich auch mal spielen? Hä? Vergiss es. Ich spiele jetzt. Bitte. Ah, ich habe Nein gesagt. Ich spiele jetzt. Bitte, bitte, bitte. Nein heißt Nein. Wie du meinst. Kein Grund, so gemein zu sein. Na toll, meine Tasse ist wieder leer. Ich hab dich im Auge. Finger weg von dem Spiel. Ich hab dich im Auge. Finger weg von dem Spiel. So ein Fiesling. Okay, er ist weg. Das ist meine Chance. Er hätte nicht aufstehen dürfen. Er glaubt, er wäre gut in dem Spiel. Ich bin besser als er. Ja, ich hab einen Lauf. Er ist nicht ansatzweise so gut wie ich. Nimm das und das. Na, wie gefällt euch das? Oh, oh, oh nein. Das war seine Tasse. Das ist gar nicht gut. Oh. Oh nein, die ist voll kaputt. Was mache ich jetzt? So wird er ganz genau wissen, dass ich am PC war. Moment mal, ich hab's. Okay, Tasse, du kommst mit mir. Mit Hilfe meines 3D-Stifts werde ich dieses Problem schnell lösen. Ich fahre die Bruchstelle der Tasse nach. Okay, okay. Bisher läuft das wie geschmiert. Ich muss mich beeilen. Jetzt muss ich das obere Stück und die beiden Enden miteinander verbinden. Das ist fast so wie Nähen, nur cooler. Man muss viele Linien ziehen, um sie zu reparieren. Keine Sorge, der Feinschliff kommt etwas später. Im Moment konzentrieren wir uns auf die Grundlinien. Okay, ich hab's gleich und geschafft. Endlich repariert. Besser geht es nicht. Oh nein, er kommt wieder zurück. Ich muss weg. Schnell wieder hinsetzen. Geschafft. Hast du etwas angestellt? Ich behalte dich im Auge. Irgendetwas ist anders als vorher. Ich weiß nur nicht, was es ist. Alles bei altem. So, dann fülle ich die Tasse wieder auf. Ich darf nicht dehydrieren, wenn ich gewinnen will. Ah, so spritzig. Hat er etwas bemerkt? Hey, was ist denn auf meiner Tasse? Lalalala. Naja, sie scheint nichts damit zu tun haben. Halb so wild. Zurück ins Spiel. Ugh, ich hasse Pickel. Mein Gesicht ähnelt einem Streuselkuchen. Beschweren allein hilft nicht. Ich muss etwas tun. Ich spritze mir Rasierschaum ins Gesicht. Aber ich rasiere mich nicht. Ich wische es gleich wieder ab. Jetzt sind die Unreinheiten weg. Als nächstes kommt Gesichtsreinigungsspray. Und dann Feuchtigkeitscreme. Das fühlt sich gut an. Jetzt kommen ein paar Tropfen Foundation. Mit dem Pinsel verteile ich sie. Ich will eine schöne glatte Schicht. Okay, was jetzt? Ach, ein bisschen Puder. Damit wird meine Haut strahlen. Das gibt einen schönen Kontrast. Als nächstes mache ich meine Augenbrauen. Damit wirken sie voller und dicker. Heute wage ich etwas. Ich trage lila Lidschatten auf. Oh, ich darf das Mascara nicht vergessen. Außerdem will ich diesen Eyeliner-Flügel. Jetzt brauche ich noch etwas Rouge. Damit bekommen meine Wangen eine schöne Farbe. Das läuft schon ganz gut. Als nächstes kommt Lippenstift. Der soll natürlich aussehen, aber trotzdem schöne Lippen machen. Mein Make-up ist fertig. Allerdings muss ich noch was mit meinen Haaren machen und mich umziehen. Ich weiß, was zu tun ist. Das ist schon besser. Jetzt fühle ich mich wie ich selbst. Klopf, klopf. Oh, hey. Das ist für dich. Vielen Dank, ich habe darauf gewartet. Wie aufregend. Das ist herrlich. Wow. Ich bin glücklich. Ein Konturenstift. Genau den brauche ich. Aber wofür ist die Pinzette? Warte mal, was riecht hier so? Das ist voll übel. Hey, Luna. Hi, Papa. Oh, eine Beautybox. Ich könnte auch was davon vertragen. Du riechst das auch, oder? Hä? Was?
Ich habe frische Socken angezogen. Soll das ein Witz sein? Oh, mit der Pinzette kann ich den Geruch stoppen. Oh, viel besser. Du siehst lustig aus. Es ist der Müllsack, Papa. Ach ja, fast vergessen. Ja, der stinkt ganz schön. Bring den raus, beeil dich. Puh, okay, zurück zu meinem Make-up. Ich sehe wirklich albern aus. Aber ja, das bringt mich auf eine Idee. So bekomme ich die perfekte Kontur hin. Die Pinzette dient als Orientierung. Sie gibt mir eine Linie, mit der ich arbeiten kann. Ich muss ihr nur folgen. Danach drehe ich den Konturenstift um. Und das hellere Make-up nehme ich für die Mitte der Nase. Jetzt alles schön verteilen. So wird meine Nase besser definiert. So kann ich auch meine Wangenknochen betonen. Schauen wir mal. Wow, das sieht fantastisch aus. Und es war ganz einfach. Warte mal, ich rieche immer noch den Müll. Im Ernst, sie hatte eine Pinzette auf der Nase. Papa, der Müll. Bring ihn raus. Der stinkt alles voll. Ach ja, den habe ich ganz vergessen. Du kannst dich auf mich verlassen, Schatz. Ich glaube, ich sollte den wegwerfen. Endlich frische Luft. Jetzt kann ich mein Werk bewundern. Mal sehen, was ich jetzt bekomme. Es ist ein großes Geheimnis. Was ist das? Das sieht gut aus. Ein schöner Lippenstift kann nicht falsch sein. Mir gefällt der Farbton. Das ist nicht gut. Ich bringe das in Ordnung. Ruhig, ich will's nicht schlimmer machen. Jetzt zur anderen Seite. Fertig, so sollte es gehen. Och, wem mache ich was vor? Ich sehe aus, als ob ich im Zirkus arbeite. Hey, was ist das? Verschwinde von hier. Warum kriegst du all das schöne Zeug? Gib her, das ist meins. Was zur? Hast du Probleme mit dem Lippenstift? Halt die Klappe, als ob du das besser könntest. Das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Ach, das ist nicht schön. Hey, was ist das denn? Vielleicht kann ich das nehmen. Das scheint die perfekte Schablone zu sein. Aber erst muss ich das abwischen. Dann lege ich die Schablone über meine Lippen. Ach, hätte ich das nur früher gewusst. Ich ziehe den Lippenstift einfach über meine Lippen und es gibt kein Geschmiere. Ich hoffe, das hat geklappt. Wow, die sehen fantastisch aus. Bin ich froh, dass Justin die gefunden hat. Hä? Was ist mit meiner Box passiert? Sie war doch eben noch hier. Ich bin Luna und ich bin so hübsch. Hey, leg das wieder hin. Schnell weg. Justin, komm wieder her. Was probiere ich als nächstes aus? Das ist ja merkwürdig. Gehört die Frischhaltefolie hier rein? Was soll ich denn damit machen? Ja, ich könnte meine Brote darin einwickeln. Ich bin verwirrt. Hey Luna, was geht's? Oh cool, das sieht lustig aus. Was? Das ist ein schöner Zeitvertreib. Gib sie mir, was für eine Ressourcenverschwendung. Nein, ich habe gerade Spaß damit. Im Ernst, Gabby. Hey, sei nicht so gemein. Egal, ich glaube, in der Küche ist noch mehr. Also, was mache ich damit? Gabby ist echt leichtsinnig. Warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Ein Versuch ist es wert. Ich presse die Folie auf meine Lippen. Ich will einen dicken Schmatzer drauf haben. Dann platziere ich sie auf meinem Gesicht. Ich drücke sie leicht an. Ich will den Lippenstift nicht verschmieren. Jetzt vorsichtig abziehen. Die perfekten Lippenabdrücke. Jemand ist beliebt. Man küsst mich einfach zu gerne. Den hast du dir verdient. Mua. Endlich sehen meine Haare gut aus. Hey Luna, ich habe eine Überraschung für dich. Ich will nur Spaß machen. Hör auf damit. Niemals. Er ist voll nervig. Und er hat meine Haare ruiniert. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Vielleicht probiere ich mal was anderes aus. Vielleicht ist ja was in der Box drin. Ich schau mal. Hey, was ist das denn? Ein Täschchen mit Zeugs drin? Es ist voll mit Haargummis. Das ist ja praktisch. Ich nehme eine Strähne und halte sie so. Jetzt brauche ich ein Gummi. Ich halte alles fest und ziehe dann die Strähne durch. Das Ganze nochmal, damit alles fest sitzt. Das gleiche mache ich weiter unten mit dem Zopf. So teile ich ihn ab. Dann klappe ich das Ende um und mache eine Schlaufe. Dann klappe ich den Zopf nach oben und fixiere ihn mit einem weiteren Gummi. Und das kommt jetzt auf meinen Kopf.
Ein letzter Gummi hält alles an Ort und Stelle. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. So sollte es gehen. Und schon habe ich eine neue Frisur. Ich werde nie wieder einen Bad Hair Day haben. Wow, das sieht fantastisch aus und war ganz einfach. Ich brauche dringend eine Maniküre. Sie zu Hause zu machen ist nicht dasselbe. Das sieht nicht gut aus. Ich schau mal in der Beautybox nach. Lass mich nicht im Stich. Wow, das ist perfekt. Als ob sie meine Gedanken lesen könnte. Ich bekomme schöne Nägel im Handumdrehen. Los geht's. Es ist ganz einfach. Einfach die künstlichen Nägel auf die eigenen drücken. Und sie bleiben einfach kleben. Die Farbe gefällt mir. Ich hätte gerne so einen Nagellack. Das geht schnell und einfach und sieht fantastisch aus. Oh, Chris ruft an. Ich gehe mal lieber ran. Oh, ich kann das Telefon nicht greifen. Oh, das könnte ein Problem werden. Oh, das ist so frustrierend. Hallo, Chris? Hörst du mich? Oh, ich war fast dran. Hm, vielleicht sind die langen Nägel doch nicht so toll, wie sie aussehen. Ja, er hat mir geschrieben. Er ist echt süß. Was habe ich denn da geschrieben? Oh, versuchen wir es nochmal. Autsch, mein Nagel. Abgebrochen. Warum passiert guten Menschen immer was Schlimmes? Die kommen runter. Ach, das ist zumindest der Plan. Geh ab. Zwing mich nicht, dich abzuknipsen. Soll das ein Witz sein? Uah. Was ist los? Geht's dir gut? Ich bekomme diese falschen Nägel nicht ab. Das war's? Ich kann die doch nicht für immer dran lassen. Warte mal. Ich habe eine Idee. Papa, gib mir die Zahnseide. Nein, die Zahnseide. Dein Ernst? Spreche ich so undeutlich? Gib sie mir einfach. Aber die brauche ich. Ich brauche sie dringender. Ich drücke die Zahnseide gegen den Nagel und er springt ab. Das ist irgendwie sogar lustig. Wow, der war schnell. Das sieht schmerzhaft aus. Ich denke, ich bleibe beim natürlichen Look. Oh, die kannst du wieder haben. Ja, das sieht überhaupt nicht eklig aus. Danke, Schatz. Ich muss Chris antworten. Ah, so ist's viel besser. Puh, keine falschen Plastiknägel mehr für mich. Dieses Spielzeug ist so niedlich. Nee, Roboter sind viel cooler. Wow, ein Einhorn. Es ist so magisch. Ich hab's zuerst gesehen. Gib her. Lass los. Gib's her. Nein, hör auf. Guck, was du gemacht hast. Das war deine Schuld. Das arme Einhorn. Das ist so ungerecht. Aua, meine Ohren. Was ist das für ein Krach? Entspannt euch beide. Er hat mein Einhorn kaputt gemacht. Es war alles Madisons Schuld. Okay, 3D-Stift. Lass mich jetzt nicht im Stich. Zuerst brauche ich einen Wachsmalstift. Mit dem male ich ein Herz. Dann schnappe ich mir meinen 3D-Stift, um das Herz auszumalen. Ich nehme verschiedene Farben und ich halte mich an meine Vorlage. Die Linien müssen eng sein. Es darf keine Lücke bleiben. Wow, das sieht gut aus. Aber es gibt noch einiges zu tun. Das Herz kommt ins Einhorn und zwar sofort. Jetzt wird es zugenäht. Das ist heftig. Ich spüre den Druck. Den Faden schneide ich ab. Dann kommt ein Pflaster drauf. Gib nicht auf, Kleines. Puh, vollständig genesen. Sieht gut aus. Wow, danke, Papa. Guck mal, Alex. Oh, das ist zu süß. Hey, wie geht's? Toller Tag, was? Puh, es ist echt warm. Muss weiterlaufen. Ich hab's geschafft. Ich danke meiner Mutter und meinem Vater. Ich bin fix und fertig. Meine Beine brennen so krass. Ich habe echt Schmerzen. Aber das war es wert. Oh, ich brauche eine Pause. Hey, du hast es geschafft. Zieh dir den rein. Ich will weinen. Ich kann kaum meine Beine bewegen. Alles klar bei dir? Nein, überhaupt nicht. Ich stehe nie wieder von dieser Couch auf. Sobald die Schuhe aus sind, geht's mir besser. Was ist mit deinen Füßen passiert? Die müssen doch wehtun. Ich helfe dir. Ist schon besser? Das reicht nicht. Ich werde sie mit Wasser besprühen. Wie ist das? Nee, nix besser. Bin gleich wieder da.
komm schon. Denk nach. Das Gefrierfach. Danach habe ich gesucht. Das ist perfekt. Ich hol die Eiswürfel raus. Die brauche ich nicht. Das wollte ich haben. Die kommt auf den Tisch. Jetzt streue ich Glitzer drüber. Dann brauche ich meine Klebepistole. In jedes Fach kommt Kleber. Ich mache sie bis oben voll. Genau so. Mit der Klebepistole geht's schnell. Ich muss auch schnell sein. Jetzt streue ich Glitzer über den Kleber. Der soll schön bedeckt werden. Jetzt kann der Kleber hart werden. Dann drehe ich die Form um und klopfe leicht drauf. Der Kleber springt raus. Das braucht Alex. Oh yeah, das fühlt sich gut an. Ich wusste, dass das hilft. Das war wie eine Massage. Meinen Füßen geht's gut. Wir haben's geschafft. Los geht's wieder. Hey, hast du nicht was vergessen? Madison wird die lieben. Das wird voll romantisch. Hey, Madison, ich hab da was für dich. Was? Wie toll. Oh, die ist wunderschön. Nicht so schön wie du. Wow, das wird fantastisch. Die kommt in die Box. Ich will sie nicht verlieren. Alles ist bereit. Das kommt in meinen Rucksack und dann los. Packen wir es an. Das wird der schönste Tag. Ich bin gespannt auf Madisons Gesicht. Nichts kann das ruinieren. Ich habe an alles gedacht. Alex, da bist du ja. Ich freue mich, dich zu sehen. Und ich habe was für dich. Wo? Wo ist es hin? Gib mir eine Sekunde. Das muss doch hier sein. Hoffe ich zumindest. Wie aufregend. Warte kurz. Komm schon. Das darf doch nicht wahr sein. Alles okay? Ich habe dein Geschenk verloren. Warte mal. Was ist los? Geht's dir gut, Alex? Wow. Ich weiß, wie ich das hinkriege. Der Schmetterling hat mich inspiriert. Ich lege eine Plastikfolie über diese Zeichnung und mit Klebeband fixieren. Dann zeichne ich mit einem 3D-Stift drüber. Zuerst der Umriss. Soweit, so gut. Der Flügel ist fertig. Jetzt zu den Details. Ich mache mit dem Stift kleine Schleifen. Dann male ich den Rest aus. Genau so. Sieht toll aus. Und jetzt zum Körper. Aber nur den halben. Die kommt an eine Kette. Und dann kommt die andere Hälfte. Die Ohrringe sind für dich. Was? Wirklich? Ich liebe sie, Alex. Die sind so süß. Ich werde sie gleich tragen. Puh, ich hab's geschafft. Unglaublich, dass du die gemacht hast. Das ist das allerschönste Geschenk. Vielen Dank. Alles für dich.